Heißt Sie willkommen, Yamas, wunderbare neue Folge Spitterlandale ist angesagt. Ich weiß nicht, warum ich. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier eine Flasche drin hatte mit klarer Flüssigkeit, aber es ist nur Wasser. Und es ist kein Uso. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Spitterlandale. Natürlich mal wieder mit Sia, mit Simon und wer ist heute mit uns dabei? Flutz ist mein Name, Flutz123. Ich spiele Pokémon hier heute. Yay! Erstmal, ja, wir dürfen uns nochmal freuen. Ja. Pokémon haben wir ab und zu mal hier auf dem Sender, aber vergleichsweise selten, nachdem unser Pokémon-Champion in Rente gegangen ist. Ja. Aber heute, hatte alles erreicht. Heute haben wir nicht Pokémon, wie wir es sonst hatten. Heute haben wir die rote Edition, nicht die blaue und glitchless. Komplett glitchless. Alles. Genau, wir hatten es ja ab und zu mal ein bisschen auf dem Sender, in Speedrandale gerade, und Pokémon ist ja gerade in den alten Versionen ein Spiel, was noch und nöcher durchgeknackt wurde, nennen wir es mal so. Ich weiß noch, 360 Chrism hatte ja mal irgendwie so einen 1-Minuten-Run oder so gemacht, ne, indem man in die Menüs gegangen ist, dreimal nach unten gedrückt hat, dann eine kleine Pirouette auf den Stuhl gedreht und dann kam der Abspann. Ungefähr so war das. Aber du willst das nicht machen, sondern du willst das Spiel auf quasi normalem Weg durchspielen, ja? Genau, also eigentlich so normal, wie es geht. Es gibt so ein paar Sachen, da wurde mal drüber abgestimmt, ob es tatsächlich jetzt irgendwie verboten sein soll oder nicht. Das hat dann die Community entschieden, aber in der Regel ist eigentlich alles ganz normal. Bist du denn eher über Speedrun zu Pokémon gekommen oder hast du Pokémon gespielt und dann auf einmal, Moment, ich ganz so gut, dass ich es auch Speedrun möchte? Also ich habe es als Kind dann schon gespielt. Wer nicht? Ach, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das sind sie genau. Hat sich dann irgendwann so im Sande verlaufen und dann habe ich irgendwann natürlich aufgehört, wie so die meisten wahrscheinlich, und bin dann irgendwann wieder rübergekommen zum Speedrun-Pokémon, in dem ich damals Twitch Plays Pokémon gesehen habe. Und dann bin ich zufällig auf einen Speedrunner gestoßen und seitdem bin ich da irgendwie dann mit drin gewesen. Du hast ja auch schon ausführliche Hardware mitgebracht. Du machst es natürlich so authentisch, wie es geht. Ja, wir haben ein GameCube hier mit Adapter und du spielst es mit dem GBASP über quasi Gameboy-Player. No? Genau. Was viele ja nicht so richtig wissen, wir haben es schon mal in den anderen Pokémon-Sachen ausgeführt. Man mag es nicht denken, aber da ist speziell Timing sehr wichtig, wie du bestimmte Eingaben und so weiter machst. Deshalb bei uns hier aufgebaut. Der GameCube, ein Röhrenfernseher und so weiter und so fort. Teilweise wichtiger als bei anderen Spielen. Was ist denn so spezifisch dran? Einmal ist es so, dass dieses Spiel eben schon sehr genau durchgeroutet wurde. Also es gibt schon, gerade auch was so die Menüs angeht, ist es schon ziemlich spezifisch, was man macht. Also es ist eigentlich alles genau festgelegt. Und es gibt auch RNG-Manipulation mittlerweile im Spiel. Da ist es dann sehr entscheidend, auf welchen Teils man dann eben bestimmte Eingaben macht. Und das sorgt dann dafür, dass es dann doch ziemlich relevant ist, auch sogar auf welchem Gerät man dann eben spielt. Okay, du musst uns Bescheid sagen, wenn wir dann irgendwie zu sehr nerven und so weiter, weil wir haben hier sehr unterschiedliche Wissensstände. Du hast Pokémon damals gespielt, Ich habe Pokémon nicht nur damals gespielt, ich hatte sogar alle 150 Pokémon. Du hast es gelebt. Wow. That's how we roll. Ich hatte ein paar Kumpels, die hatten das halt auch, und durch diesen Linkkabel konnte man dann ich dachte gerade, du schabst Käse oder so. Nein. Durch das Linkkabel konnte man halt Pokémon tauschen und nur so konnte man alle 150 auch bekommen. Hast du auch ein Mewtwo gehabt, also wenn du schon natürlich, alle hattest. Natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Du, Simon, hat doch jeder gehabt. Du bist ja da so wie ich. Wir waren leider ein klein bisschen zu alt, als Pokémon rausgekommen ist, sodass wir andere es tut uns leid, andere Interessen hatten. Wir waren vielleicht nicht alt genug dann, weil ich merke es aber vielen, die haben es als Kind gespielt und spielen es dann irgendwie dann mit Mitte, Ende 20 dann wieder und hören dann nicht mehr auf. Was sind so deine Berührungspunkte mit Pokémon? Oder willst du jetzt alle Pokémon-Namen lernen während des Speedruns? Mein Gehirn merkt sich alles, saugt es auf wie ein Schwamm. Allein dadurch kann ich gar nicht anders. Ne? Aber meine Erfahrung zusammenzufassen ist am besten, wenn ich, du hast gerade gesagt, Sia, du hast Pokémon gespielt. Bei mir würdest du sagen, Simon, du hast Pokémon. Ja. Nein, das. Ich hab nur Pokémon Channel gespielt und das habe ich echt völlig furchtbar. das ist meine einzige wirkliche Berührungspunkte. Ne? Wir haben per se nichts gegen Pokémon. Wir sind eben nicht so erfahren drin. Ne? Manche Leute interpretieren es auch anders. Ich habe Pokémon nicht gespielt, weil es Pokémon ist, sondern ich habe es echt geliebt, weil es ein gutes Spiel damals war. Wirklich ein sehr, sehr gutes Rollenspiel für seine Zeit. Das will ich damit auch echt nochmal sagen. Du hast es eben auch nochmal gesagt. Ich habe nicht
nichts gegen das Spiel. Die Bedeutung ist mir bewusst für das Genre und generell. Wir wollen es proaktiv schon mal sagen, wenn wir mal ein bisschen schnippisch sind, kommt aus einem Platz der Liebe, Leute. Ja. Also ihr müsst euch nicht aufregen im Kommentarbereich. Ja, das wäre es ist nicht persönlich gemeint. Ist auch der schlechteste Einstieg, den man haben kann mit Pokémon Channel. Also es ist selbst bei uns im Discord sagt man immer Pokémon Channel. Nee, aber es ist schon ein schönes Ding. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja für mich auch eine Gelegenheit, ein bisschen die Nostalgie von euch so zu erhaschen und ein bisschen das Gefühl nochmal, was ihr damals hattet. Ja. Vielleicht vor allem dieses Game hat eine riesengroße Fanbase und die Leute sind schon sehr hyped. Die wollen endlich mal einen glitchless Pokémon Run sehen, der auch ein bisschen länger geht als nur 15 oder eine Minute. Mhm. Und das werden wir heute bekommen. Auf jeden Fall. Was ist die Zeit, was eingeplant? So 2 Stunden 5 ist angepeilt. Also es sollte eigentlich unter 2 Stunden bleiben, aber wenn jetzt wirklich viel schief geht von RNG-Seite her, dann. Es wird also spannend, also ungewiss. Genau, okay, so ein bisschen. Bei 2 Stunden reißen wir einfach die Kabel raus. Das ist natürlich dann die Drucksituation, die ich brauche. Dann also, wärst du bereit? Passen. Wärst du bereit mit dem Starten? Ja, wir brauchen noch Sound, glaube ich. Ich glaube, ja, das kann uns die Regie. Ich werde kurz mal hier den Sound hinlegen. Also ja, wunderbar. Schön authentisch mit dem GameCube-Player. Ist toll, ne? Denn hier, das ist immer sehr schön gewesen. Du kannst ja dann einen Countdown machen, wenn du, wo auch immer du dann cancel oder Start machst. Genau, also genau. Wir haben uns einmal die Option noch eingestellt. Natürlich Fast Text. Battle-Animation brauchen wir auch nicht. Battle-Style-Shift brauchen wir jetzt zum Anfang erstmal. Und dann würde ich den Countdown geben. 3, 2, 1, los. Jo, wunderbar. Professor Eich, ich meine Professor Oak. Das ist die englische Version, ne? Genau. Ist das einen speziellen Grund? Von wegen Speedrun technisch oder was die du hast? Der Grund dafür ist, dass Pokémon eigentlich ja relativ viel Text hat. Mhm. Und da hat man sich dann in der Community einfach darauf geeinigt, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt die englische Version. Okay. Also nicht die japanische, nur weil da nochmal 3 Schriftzeichen weniger sind. Genau, die japanische Version ist noch ein bisschen was Spezielles. Die hat nämlich eine ganz eigene Kategorie, weil die Japaner sich ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt haben, okay, bestimmte Sachen wollen wir verbieten, was wir dann eben erlaubt haben auf der englischen Version. Und deswegen haben die sozusagen ihr eigenes Leaderboard, was jetzt aber mittlerweile auch auf speedrun.com auch mit drauf ist. Mhm. Ach, der gute A. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, in allen Speedruns heißt der Charakter dann wahrscheinlich auch A, weil es natürlich am schnellsten geht. Ja. Oder hat sich jemand die Zeit, so die 2 Sekunden nehme ich mir, um schnell einen coolen Namen einzustellen. Willst du am Ende aber eine Sekunde über den Weltrekord sein, weil du da die 2 Sekunden genommen hast? Ich will den Weltrekord haben und einen coolen Namen. Das wäre dann mein Ehrgeiz so ein bisschen. Nicht wir müssen, A. Höchstens AA. Ich glaube, wir müssen es andersrum aufteilen. Wir müssen einfach den Namen A cool machen. Ja, ja, okay. Einfacher. Ja. In Pokémon ist es natürlich auch so, der Name wird wahnsinnig oft dann nochmal wiederholt. Und wenn darf da jetzt lang sein? Genau, wenn er jetzt jedes Mal irgendwie 5 anstatt 1 Schriftzeichen einscrollt. Das ist aber gut. Das ist ein guter. Würde mich mal interessieren, was das am Ende ausmacht, ne, wenn du solche subtilen kleinen Änderungen. Ich glaube, das hatte mal irgendwer so ungefähr getimed, also im Vergleich zu 3, glaube ich. Und das waren, glaube ich, dann irgendwie schon so 3-4 Minuten. Ja. 3-4 Minuten allein, ne? Krass. Also scheiße. Das ist schon. Echt viel. Auf jeden Fall. Ja, bei 2 Stunden da machen die kleinsten Entscheidungen, die sich immer wiederholen, auf jeden Fall eine Menge Holz. Du hast einen Bisasam genommen? Shigi habe ich genommen. Shigi hast du genommen. Kann einer von euch kurz mal für mich erklären, der nicht auswendig weiß, was da passiert, da passiert? Er hat gerade von dem Professor sein erstes Pokémon bekommen. Ah, okay. Und er hat sich, du hast 3 zur Auswahl: ein Shigi, ein Bisasam und ein Glumanda, natürlich, Simon. Natürlich. Und er hat sich einen Shigi ausgesucht. Weil Shigi, ich glaube, später einfach schwimmen kann. Und das brauchen wir. Okay, genau, einmal das. Und es ist einfach super für den ersten Arenaleiter. Der hat nämlich Gesteins-Pokémon und da ist Wasser sehr effektiv gegen. Richtig. Und das hilft uns einfach enorm weiter. Früher war es auch so, dass man mit Shigi den ganzen Speedrun gemacht hat. Mhm. Also man hat das Pokémon sozusagen dann eben seit Beginn nicht ausgewechselt. Hm. Aber wir fangen gleich, also in ungefähr 5 Minuten, noch ein anderes Pokémon. Das noch ein bisschen besser ist, glaube ich. Das noch ein bisschen besser ist. Ich bin gerade verwirrt auf, kannst ja auch deinen Rivalen benennen und er ist auch A genannt, ne? Genau. Okay. Alles wird A heißen. Deswegen ist er ja der Rivale, weil er der Einzige der A sein wird. Genau. Ganz klar. Das Einzige, was man noch anders benennen könnte, wären jetzt noch das Flug-Pokémon, das wir noch fangen, und das Paras, weil die einfach auch nicht auftauchen. Wechselt man nicht wirklich ein. Die benennen wir dann eben gar nicht. Man könnte ihn auch irgendwelche anderen Namen geben. Das ist manchmal auch dann irgendwie auf irgendwelchen Marathons so ein Incentive. Ah, okay. So, die Route, die du hier nimmst, ist sehr genau berechnet, ne? Je nachdem, ob du jetzt auf ein Zufalls-Pokémon triffst oder nicht. Genau, also hier am Anfang geht es erstmal noch darum, möglichst einfach wenig Grasfelder mitzunehmen. Mhm.
Aber ein Pokémon müssen wir trotzdem besiegen, am besten Level 2 oder 3. Beziehungsweise alles andere ist wirklich blöd, deswegen machen wir das jetzt mit diesem Level 2 Taubsi. Wir brauchen nämlich noch ein ganz kleines bisschen Erfahrungspunkte. Ansonsten würden die Trainer, die man auf jeden Fall besiegen muss, Richtung nächste Arena nicht reichen, dass man eben Shiggys Wasserattacke Bubble lernt. Und so passt es eben ganz genau, dass man direkt von dem Arenaleiter eben seine Wasserattacke hat. Das war ein Ratzfatz? Genau, ein Ratzfatz. Ah, okay, so viel habe ich mir noch gemerkt. Nice. Also wenn man hohes Gras sieht, ist halt mal Random Encounter. Also können Random Encounter kommen. Ja. Aber nicht nur im hohen Gras, sondern wenn du in irgendwelchen Dungeons bist, wie zum Beispiel Höhlen oder so, dann können auch Random Encounter sein. Aber man kann es sehr gut manipulieren und das werden wir später wahrscheinlich sehen. Okay. Mhm. Genau, hier am Anfang ist es dann wirklich noch vollkommen RNG, wie viel man kriegt. Genau, du musst was abholen, jetzt wieder zurück zu Professor Eich. Was davon ist das hohe Gras? Also das was helle oder das dunkle? Das dunkle da. Also das, was nicht so dicht ist, ne? Okay, das ist hohes Gras. Ja. Genau, diese Büschel, ja. Das ist das, was mehr kostet, wenn man es abholt, ja? Ja, das Gute. Genauso wie bei dem Beispiel gibt es später auch noch Gras, das kein Gras ist. Moment. Das kennst du auch, ne? Ja, an der Hamburger Hafenstraße. Ja. Oregano. Ja, das erkläre ich mir auch nochmal kurz. So, Professor Eich gibt dir jetzt das Pokédex. Das ist quasi so eine Art Lexikon für Pokémon. Wenn du ein Pokémon siehst, dann steht es im Pokédex und dann kannst du alles drüber lesen. Genau, brauchen wir für den Speedrun eigentlich gar nicht, aber einmal muss man es machen. Genau. Professor Eich möchte nämlich gerne sein Paket wieder haben, ansonsten lässt uns ein Typ, der seinen Kaffee gerne haben möchte, nachher ein bisschen weiter oben nicht durch, wenn er sein Paket nicht bekommen hat. Kann man sowas wie eine Durchschnittsspielzeit als normaler Spieler für Pokémon sagen oder ist es so individuell, dass man da nicht... Also ich glaube, wenn du dir schon alles anschaust, ein bisschen dich umguckst, so 12, 15 Stunden. Hm, okay. Oder? Ich hätte jetzt länger gedacht. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Und es kommt halt natürlich drauf an, wie viel Pokémon du fangen willst. Wenn du alles haben willst, dann hängst du da sehr, sehr lang dran. Gotta catch them all. Mhm. All. Not some. Vor allem, das ist gerade mal die erste Generation. Die gibt's nur in Anführungsstrichen 150. Beziehungsweise also 151. Gotta catch them all. Noch mit dazu zählt, aber das ist ja nur mit dem Glitch. Die haben das aber auch echt geschickt gemacht, Nintendo halt, ne? Die wissen, wie man es macht. Sehen, wenn du gleich dann kauf mich als Slogan, dann, ne? Komm und schnapp sie dir! Yeah. Das haben die doch bei South Park ganz gut parodiert. Die Chim Pokémon. Gotta buy him! Das waren jetzt tatsächlich ziemlich viele Encounter, die wir hier gekriegt haben. Also normalerweise sind es doch ein paar weniger im Schnitt. Ja. Aber war noch okay. Das tauschen wir einmal auch. Das brauchen wir nämlich gleich für unsere erste RNG-Manipulation. Dafür speichern wir auf einem bestimmten Feld. Hoffen, dass der NPC nicht reinläuft oder nicht. Und wir setzen die Konsole einmal. Aha. Here we go. Und dann wird sozusagen auch die RNG zurückgesetzt. Und wenn man dann eben die gleichen Inputs macht auf den Frame genau, was man allerdings auch ziemlich gut buffern kann, gerade hier im Startbildschirm, dann kommt auch das gleiche Ergebnis raus und in diesem Falle ein Nidoran mit den Stats, die wir haben wollen. Was man dann auch direkt mit dem ersten Ball fangen kann, wenn man die Inputs richtig hinkriegt. Genau, das nennt sich dann YOLO Ball und dann ist das Pokémon auch direkt mit dem ersten Wurf drin. Warst ja gar nicht im Menü drin für das Pokémon anwählen. Ging ja schnell. Oder habe ich nicht, zumindest habe ich es nicht gesehen. Genau, das wird alles direkt gebuffert. Krass. Mit jetzt das YOLO Ball? Genau, YOLO Ball heißt es. Sehr gut. So schnell den Ball werfen wie möglich. Genau, man denkt nämlich erst, wenn man es das erste Mal sieht, okay, der wirft den halt einfach nur so, aber es ist genau getimt. So sprechen die Kids heutzutage, ja, ne? Du bist YOLO, wenn du den Pokéball zuerst wirst. Ja. Die Community in Pokémon ist einfach wahnsinnig hip und trendy. Merkt man sofort. Ich mag das. Ja, die Musik ist auch einfach
sehr anstrengend auf Dauer. Nein, die ist super. Ja, vielleicht für deine nostalgischen Ohren. Aber es ist immerhin viel unterschiedliche Themes, oder? Das stimmt, da gibt es nicht so ein Thema, was die ganze Zeit läuft. Nee. Und hier ist jetzt das Gras, das kein Gras ist. Also alle von diesen Grasfeldern, wo unten rechts eine Blume ist, die sind gar nicht als Grasfelder gecodet, sondern einfach nur als normaler Boden. Mhm. Deswegen bekommt man hier, da wo ich jetzt lang gehe, größtenteils eben gar keinen Encounter. Obwohl hier eigentlich relativ viel Gras ist. Das, man hat dann im Schnitt pro Run eigentlich so 0,7 bzw. 0,8 Encounter in diesem Gebiet, wo man eigentlich viel mehr erwarten könnte. Und das ist dann auch schon mal ganz nett. Zu wissen. Die Zwangsencounter hier natürlich gegen die Pokémon-Trainer. Ja, genau. Dieses Weedle, also Horndew, kann uns auch vergiften. Das wäre nicht so gut, aber auch nicht so schlimm. Also der Timeless ist dann noch überschaubar. Also RNG-Manipulation zählt dann nicht unter Cheat, klassisch, weil im Endeffekt du nutzt ja nicht irgendwelche Programmschwächen aus, sondern du machst vorher was. Genau, also eigentlich speicherst du ja nur und startest nochmal neu und machst dann einfach die gleichen Inputs. Also das zählt dann quasi einfach als, ja, normales Spiel. Normales Spiel. Ja. Die Zeit läuft ja weiter, also insofern. Genau, es ist ja eigentlich auch so vorgesehen, wie die RNG eben halt läuft. Man nutzt es eben nur aus, weil man eben weiß, wie die RNG funktioniert. Dann ist es in dem Moment eben keine RNG mehr. Wenn man weiß, wie der. Aber eine Frage jetzt, muss man, also die, wenn die Zeit vom, sag ich mal, vom Neustarten der Konsole mit einbezogen wird in Speedrun, wäre es dann nicht sinnvoller, im Emulator zu spielen, um dann diese Zeit zu reduzieren? Weil das ja wahrscheinlich schneller nimmt geht, sich oder? Vielleicht nicht. Nimmt sich nicht viel? Nee, also machst du bei Emulator, musst du ja auch einfach nur Reset anwählen und hier musst du auch nur einen Knopf drücken. Naja, okay. Ich dachte, dass sie vielleicht auch die Boot-Up-Sequenz kürzer ist oder gar nicht vorhanden oder so, aber nee, stimmt. Ist ja auch beim Gameboy nicht. Also es ist so, dass du im Emulator normalerweise tatsächlich gar keine Boot-Sequenz hast. Das meine ich eigentlich. Du lädst quasi die ROM direkt und deswegen haben wir es in der Pokémon-Community so angepasst, dass wir den Emulator Gambati, den wir benutzen, ein bisschen geändert haben, dass nämlich die Load-Zeit, die man hat, der vom GameCube gleich ist. Mhm. Und dass man eben sozusagen noch ein BIOS vorher einlädt, wo eben dieses Gameboy-Zeichen einläuft. Ja. Und deswegen ist das. Seht ihr, die haben nämlich dieselben Fragen, die ich gehabt. Die haben gesagt, nee, das ist nicht fair. Der eine spielt es so, der andere so. Ja, genau. Sonst denke ich, du müsstest da ja eigentlich dich auch dann einigen oder zwei separate Kategorien draus machen. Sonst kannst du sagen, für einen PS4-Speedrun zum Beispiel, okay, der Typ, der sich eine Ultra-Super-SSD-Festplatte einbaut, hat auf einmal 2 Minuten weniger beim Speedrun. Ja, und jetzt müssen alle Ultra-SSD-Festplatten einbauen. Du hast gerade alle Religionen beschrieben. Ja. Sobald man ein bisschen was anders macht, sofort eine eigene Erlegung gründen. Aber das geht's nicht. Ja. Oh Mann. So, jetzt sind wir in der ersten Pokémon-Arena. Das Ziel ist es hier eigentlich, einmal durch das ganze Land zu reisen, ich glaube im Uhrzeigersinn, und von Pokémon-Arena zu Pokémon-Arena alle Pokémon-Badges sich zu holen, bis man dann gegen die Top 4, genau. Top 4 kämpft. Und wenn du das geschafft hast, bist du Pokémon-Champion. War das Open World damals oder kann man sich bestimmte Areale eben erst später freispielen? Das ist quasi Open World. Also es gibt halt immer so Begrenzungen, wo man halt noch nicht lang kann. Okay, das gibt. Aber an sich ist es Open World. Wenn man später alle Begrenzungen freigeschaltet hat, sage ich mal, dann kann man tatsächlich überall hingehen, wo man möchte. Kannst auch fast traveln später und alles. Genau, das geht also auch. Und jetzt können wir hier einmal schauen. Okay, wir haben einen guten Special auf Squirtle. Das ist ganz schön, weil wir dann mit 2 Shots eine Pokémon besiegen können. Das wäre ansonsten auch ein bisschen nervig, dann könnte uns Rocco hier auch besiegen, aber so gewinnt der 10-jährige Junge gegen den erfahrenen Arena-Leiter ohne Probleme. Im Pokémon ist es halt sehr wichtig, die Elemente von den Pokémon zum Beispiel. Der erste Arena-Leiter hat halt nur Stein-Pokémon und Wasser ist sehr, sehr stark gegen Stein. Okay. Deswegen hat er auch Shigi zuerst genommen, damit er wahrscheinlich leichtes Spiel hier mit den ersten hat. Das machen die gerne, das Spiel mit den Elementen. So Avatar ist ja auch dieselbe. Oh ja, hier gerade bei Pokémon ist es super wichtig, dass du auf Elemente achtest. Genau. Gut, genau. Und jetzt kommt sozusagen der Punkt, an dem wir nur noch das Nidoran, das wir uns vorhin gefangen haben. Hey, der heißt ja gar nicht Rocco. Genau, hier heißt er Brock. Im Englischen heißt er Brock anstatt Rocco. Jetzt sind wir gewundert, warum er da kein Hemd trägt. Ja, was, Das Hemd hat er gerade verloren. Naja, und er zittert ein bisschen, ne? Das dachte, dass durch die USK gekommen ist, ne? Tja. Das ist der Wahnsinn. Und dann erzählt er uns immer noch, was eine TM, die uns schenkt, alles Tolles kann.
das brauchen wir auch nicht mehr, den Shift-Battle-Mode, dass wir also nach jedem Pokémon, das wir besiegt haben, gefragt werden, möchtest du dein Pokémon tauschen? Wir nehmen jetzt nur noch Nidoran und das macht das jetzt eigentlich. Das kann man ausschalten, aber ich bin so blöd. Ja, genau, das kann man. Das ist dieser Battle-Mode mit Shift oder Set. Ja, wer guckt schon ins Menü? Ja, eben. Hey, du, ich fordere dich heraus zum Fingerhakeln, ich meine Pokémon-Kampf. Das wird nicht der letzte sieht bleiben. Sieht gefährlich aus, der hat hier nett sogar. Ja, diese Käfersammler, die sollte man schon nicht unterschätzen. Ist auch jetzt hier, ist es der einzige Kampf oder einer der wenigen Kämpfe, wo es wirklich gut ist, wenn man einen Springshot bekommt, also Fadenschuss. Mhm. Der senkt die Geschwindigkeit des Pokémons und aktiviert aber auch den Effekt vom Rokkos Orden. Rokkos Orden hat nämlich einen Nebeneffekt, sobald irgendein Statuswert von dir verringert wird, zum Beispiel jetzt dein Speed durch den Fadenschuss, bekommst du einen Bonus auf deinen Angriff. Oh. Und zwar so lange, bis der Trainerkampf eben vorbei ist oder bis du ein Level-Up kriegst. Okay. Das hatte ich auch ganz vergessen, dass die Champion-Orbs noch Zusatzeffekte bringen. Mhm. Genau, Sabrinas soll, glaube ich, Special haben, wenn ich richtig bin. Das ist aber dann später bei uns dann nicht mehr so relevant. Mhm. Und irgendwann hat mal jemand auch rausgefunden, dass das, was eigentlich in der Bedienungsanleitung steht, was die Effekte sein sollen, dass das nicht ganz stimmt. Also irgendwer anders gibt anscheinend den Special Boost tatsächlich. Aber das ist für uns dann nicht wichtig. Nur dieser Angriffsboost am Anfang jetzt ist dann schon manchmal ein bisschen hilfreich. Okay. Ja, es könnte sein, dass das jetzt nicht und zwar jetzt ist, aber ich möchte schon gerne ein paar One-Attacks sparen. Ach. Okay, der eine HP. Das kann schon mal passieren. Hornetex brauche ich dann später noch, weil wir gleich ja nicht das Center benutzen werden. Dadurch auch noch ein bisschen Zeit sparen. Also du musst dieses Pokémon hier, das Nidoran, schon ein bisschen leveln, ne? Weil das später wahrscheinlich dein einziges Hauptkampf-Pokémon ist? Genau. Also es gibt da kein zweites. Das Gute ist, mit diesen ganzen Trainerkämpfen, die man tatsächlich alle machen muss, weil sie dir sowieso im Weg stehen, kommt man da in der Regel eigentlich ganz gut mit hin. Also man muss eigentlich keine extra Trainer bekämpfen. Mhm. Das reicht also zum Glück. Der Text war ja gerade auch sehr schön von ihm. Ich mag Shorts, sie sind so bequem. Ja. Pokémon-Kampf. Ja, die Texte von den NPCs sind sehr komisch teilweise. Da sprichst du gerade interessanterweise den an, der das größte Meme wahrscheinlich ist in der Speedrun-Pokémon-Community. Ja. Der heißt auch extra deswegen Shorts Guy. Der kann auch ein bisschen nervig sein. Weil dieses Ekans nämlich Rap hat, also Wickel. Und in Generation 1 war das wirklich blöd, weil das nämlich bis zu 5 Turns einfach hintereinander weg durchläuft, ohne dass du was machen kannst. Hm. Später haben sie es dann geändert, dass man dann zwischendrin auch noch selber angreifen kann. Aber in Generation 1 musst du einfach warten, bis es vorbei ist. Es sind immer mindestens 2 und bis zu 5 Turns. Aber diesmal gab's das nicht. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir die Pokémon auch nicht mehr vorher Lia, also mit Silberblick ist es, glaube ich, im Deutschen, die Verteidigung senken. Jetzt reicht der One Attack eigentlich schon aus, deswegen swappen wir das auch nach oben auf die erste Position. Mhm. Es gibt Leute, die machen das anders, je nachdem, wie man es eben gewohnt ist, wo man dann die Moves dann später auch haben will. Ja, fair preference. Genau, kann man das so ein bisschen rumtauschen. Der hat aber viele Pokémon dabei. Und das Gute ist, diese Kakunas, oder kann auch das Schlechte sein, setzen dann eben zum Beispiel nur Härtner, also die buffen nur ihre Verteidigung. Ja. Die ganze Zeit. Und wenn dieses Raupi vorher jetzt irgendwie zweimal Fadenschuss eingesetzt hätte, dann wären die schneller als wir. Und dann bräuchten wir hier ein bisschen länger. Aber noch ist alles okay. So eine ganze Käfersammlung, ey. Ja. Das Gute ist, der Badge Boost, der stackt auch. Das heißt, wenn man jetzt mehrere Fadenschüsse bekommt, dann bekommt man auch eben zweimal den Boost, wenn man zwei davon bekommt. Hilft uns jetzt aber für den Kampf nicht. Da ist das Metapod, das Saft ein bisschen schneller als wir. Ja, der macht auch immer nur Härtner wahrscheinlich, ne? Genau, ich habe jetzt gerade auch beim Raupi versehentlich einen Tackle eingesetzt, wo ich ihn nicht hätte einsetzen sollen. Aber ist nicht so schlimm. Das dauert dann halt eben nur manchmal ein bisschen.
Genau, und wenn man natürlich einen kritischen Treffer macht, das ist in dem Fall super, weil die kritischen Treffer immer alle Buffs und Debuffs ignorieren. Also ja. Wenn man jetzt sozusagen einen Bonus hat auf Angriff, wird er ignoriert, aber wenn der Gegner einen Bonus auf seine Verteidigung hat, wird er eben auch ignoriert. Ah, okay. Deswegen ist das gerade hier gegen solche Sachen. Das ist ja ziemlich geil eigentlich, wenn du viel Crit hast. Und in diesem Spiel, also in Pokémon ist es so, also in der ersten Generation zumindest, dass der Crit sich aus dem Base Speed des jeweiligen Pokémons errechnet, geteilt durch 200, nee, durch 512 geteilt. Okay. Und das ist beim Nidoking, das wir später haben, sind das dann, glaube ich, 16,8% Crit-Wahrscheinlichkeit. So, jetzt mache ich in diesem Fall was ich in einem TB-Run nicht machen würde. Also ich mache jetzt hier auch die Tackles, weil ich gerne diese 5 vorne Tags behalten möchte. Es gibt nämlich nach der nächsten RNG-Manipulation einen Trainer, der deutlich schwieriger ist, wenn man weniger Hundetags hat, weil man dann auch Lia einbauen muss. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit zu sterben schon deutlich. Das haben wir auch noch nicht erklärt. Jedes Pokémon, die Attacken, die dieses Pokémon hat, die sind eine bestimmte Anzahl an Attacken hast du nur. Du hast zum Beispiel jetzt nur 20 Mal Tackle und 10 Mal jetzt was anderes. Und du musst erstmal zum Pokécenter, da wo du deine Pokémon heilst, um die wieder aufzuladen. Also deine Attacken. Es gibt auch Items, die du benutzen kannst, die Attacken wieder aufladen. Aber ich weiß nicht, ob wir die benutzen werden. Doch, da werden wir ein paar benutzen. Okay. Genau, jetzt suchen wir nochmal den Vogel. Ah. Das ist aber kein Vogel. Das ist kein Vogel. Das ist das, was man nicht haben möchte. Das Pummeluff. Ey. Das Pummeluff. Das ist im Anime schon immer nervig. Das Pokémon gesehen, das gewesen, was man nicht sehen möchte. Und hier noch viel weniger. Da ist er. Genau. Den können wir gebrauchen. Erstmal ein bisschen schwächen, dann lässt er sich leichter fangen. Genau. Das klappt hier dann doch ganz gut. Beim Nidoran war es früher ganz interessant, wenn man nämlich ein Level 4 Nidoran früher fangen wollte, dann hat man das tatsächlich trotzdem, obwohl man noch nicht die RNG-Manipulation hatte, trotzdem direkt mit dem ersten Ball versucht zu fangen. Mhm. Weil wenn man mit dem Shiggy einen Angriff gemacht hat, dann hat das in der Schadensberechnung irgendwie ein komisches Problem gegeben, dass es nämlich schwieriger zu fangen war. Okay. Wenn man nur einen Angriff gemacht hat, weil Shiggy nicht genug Schaden gemacht hat. Mhm. So. Jetzt bräuchte ich dann doch einmal ein bisschen Ruhe, weil das ist jetzt der schwierige Teil. Also in dieser Höhle, wo er jetzt reingegangen ist, gibt es sehr viele Random Encounter, normalerweise. Mhm. Hier muss er genau drauf achten, auf seine Schritte achten. Und ich will auch nicht zu viel labern. Rare Candy gibt dir, glaube ich, ein freies Level-Up. Mhm. Und Escape Rope, selbsterklärend, glaube ich, bewegt dich raus aus den Dungeons. Mhm. Wir haben vorhin, ist für kurze Zeit der Fernseher ausgegangen, weil in der Regie was getestet wurde und du hast einfach knallhart weitergespielt und dann ging der Fernseher wieder an und du bist wirklich einfach durch das Labyrinth durchgegangen. Wollte ich nur mal erzählen, kleine Backstage-Story, damit ihr mal seht, wie gut die Leute hier teilweise sind. Jetzt lass mich wieder. Jetzt brauch ich ganz leise mit. Stimmt nicht. Doch, stimmt. Moonstone, sehr wichtig. Für was? Für Nidoran. Für das Pokémon, was wir für Kämpfen benutzen. Denn nur mit durch einen Mondstein kann es sich weiterentwickeln, das Pokémon. Nicht durchleveln. Richtig? Mhm. Gut. Genau. Dieser Kampf ist gewollt. Und dieses Pokémon will man auch mitnehmen.
YOLO Ball. Hat geklappt. Okay. Mhm. Sehr gut. Gut. All diese Sachen von wegen, drück nochmal die B-Taste beim Fangen und das hilft, das ist auch alles irgendwie Mumpitz, ne? Grundsätzlich ja. Wenn man jetzt tatsächlich so eine RNG-Manipulation macht, dann muss man tatsächlich genau die Inputs machen, damit es tatsächlich beim ersten Wurf reingeht. Mhm. Also in dem Fall nicht ganz falsch. Da muss man nämlich zum Beispiel darauf achten, dass man dann im genau richtigen Moment, wenn jetzt zum Beispiel, da hat jeder so seinen eigenen Cue dafür, seinen eigenen Zeitpunkt. Bei mir ist es immer, wenn das P vom Paras kommt, dann drücke ich A und B. Damit ich dann direkt dann ins Menü komme, dann muss man auch einmal einen Select-Buffer machen. Du musstest jetzt auch ab und zu, als du die Felder betreten hast, L drücken, oder? A, genau. War das, genau, also irgendwas Komisches zu manipulieren? Ich kann das nicht erklären. Genau, also es ist ja quasi so, dass nicht nur die RNG ganz normal eben mit der Zeit mitläuft. Es ist auch zusätzlich noch so, dass wenn man einmal A drückt, dass die RNG dann eben auch, beziehungsweise ein Frame wird dann eben geskippt. Mhm. Und dann kann man eben damit auch nochmal sozusagen die RNG nochmal eben um diesen einen Frame eben nochmal weiterschicken. Dass Supersonic hier zweimal gefällt hat, ist schon ziemlich glücklich. Das wäre echt blöd gewesen, hätte ich das getroffen. Mhm. Also jetzt die ganze Höhle, wo er Glatsch ist, da können theoretisch die ganze Zeit random Encounter kommen. Und ich erinnere mich an diese Höhle, das war die Hölle damals. Also da waren wirklich viele, viele Encounter. Und dass wir hier jetzt nicht einen gekriegt haben, oder einen, den wir aber auch wollten. Ja. Und jetzt der große Moment. Oh, die erste Entwicklung. Yay! Oh nein, meine Hosen passen nicht mehr. Aber dafür habe ich ein schönes neues Hörnchen. Ja, Dori. Das lohnt sich auch, die Hosen auch nicht mehr. Lohnt sich auch nicht, neue Hosen zu kaufen, denn in ein paar Sekunden ist es auch schon wieder weg. Oh. Es lernt jetzt nochmal eine neue Attacke, aber dann darf es auch gleich noch ein bisschen wachsen und noch ein paar Muggis zulegen. What? Und Nidorino? Hör zu. Nidoking. Sein Hörnchen ist noch größer. Oh ja. So, und so bleibt es jetzt auch. Jetzt darf er Alkohol trinken. War eine kurze Pubertät. Ne? Ja, das war ganz kurz. Das wünschen sich so manche Eltern. Dass sie einfach nur Mondsteine auf die Kinder werfen. Halt die Klappe jetzt, Mondstein. Mit dem Bart. Auf einmal sind sie 30 Jahre alt, verdienen die ersten Haare. Und jetzt geht's zur Arbeit. Ja. Papa braucht Zigaretten. Bring mir was mit. Bring Kipp mit. Bring mir Tabak mit. Oh Mann. Für die Maschine. Für die selbstgedrehten. Nee, die Maschine mit den Fertigfiltern. Ich kenne die, Mann. Ich habe die früher für meine Eltern befüllt. Ah, das, was jetzt gerade passiert ist, das war auch super etwas Nerd. Selten passiert. Ich habe einen Encounter auf den Teil gekriegt, wo normalerweise würde mich der Super Nerd sehen. Ja, ja. Und deswegen habe ich jetzt gerade einfach die Attacke gemacht, weil ich da gerade nicht mit gerechnet habe. Aber ist das eine zu wenig? Nee, das sollte kein Problem sein. Okay. Also ich habe einen Watergun gemacht, weil es ein Kleinstein war. Mhm. Aber das ändert eigentlich nichts. So, dieser Dude hier, es sind zwei Fossilien im Weg. Und er will sie beide haben, es sei denn, du besiegst ihn, dann kriegst du eins. Genau. Und diese Fossilien kannst du später eintauschen und daraus wird dann ein Pokémon. Was wir aber nicht machen. Genau, das. Wir sammeln die nur. Ja, wir müssen es halt einsammeln, um weiterzukommen. Ist hier eigentlich in der Version Team Rocket schon dabei oder kam es erst mit. Doch, hier müssen schon, ne? Schon nicht nur mit der war schon gerade einer mit so einem R. Genau, der eine Trainer, vor dem wir gerade das Paras gefangen haben, der Team war. Team Rapunzel. Genau, der war schon Teil davon. Aber so die üblichen Verdächtigen, Jesse und James, die gibt es erst in der gelben Edition. Mhm. Das Helix-Fossil. Damals das gibt Space dir Pokémon das Flug-Pokémon. Warte, wie hieß das? Scheiße. Das war so ein Flugsaurier. Nee, das ist doch ein anderes. Das gibt es an einer ganz anderen Stelle. Tatsächlich. Ja? Das gibt es. Was war denn Helix? Später ist. Das Helix-Fossil ist das Kabuto. Ah, ja, ja, doch. Ja, ja. Ja, natürlich. Das war diese kleine Muschel. Genau. Komische Muschel-Pokémon. Genau, und Amoroso war das, oder was anderes? Jetzt bin ich mir auch gerade nicht ganz sicher. Welches jetzt welches? Konzentrier dich auf das Spiel, ja. Die Fragen klären wir im Nachhinein. Gut. Ein richtiges Nerd-Quiz hier. Ja, genau, die Pokémon-Spezialedition machen. Ja. Da muss jede Antwort das aber in Form von Pokémon-Antworten gegeben werden. Das wäre, also eine Pokémon-Edition wäre, ne, okay, das wäre.
Aber generell nur mit Pokémon-Fragen wäre gar nicht so dumm, finde ich. Wir werden aber auch keine Punktewerte da, sondern ich wähle Pokédex 34 oder so. Das ist eine Pokédex statt der Punktewand. So, das hier ist das Poké-Center, wo man die Pokémon heilen kann und wieder die mit Moves ausstatten kann. Mhm. Wenn man natürlich so selten wie möglich besuchen, ne? Und das so effektiv machen, dass du mit deinen Attacken da auskommst, ne? Genau. Und jetzt gucken wir nochmal bei dem Fahrradhändler vorbei. Fahrradhändler. Ja, ein kleiner Glitch, den du jetzt erklären willst. Genau, also er hat zwar noch kein Fahrrad für uns, was ein bisschen schade ist, hätte man natürlich auch schon gerne am Anfang. Mhm. Aber stattdessen gibt er uns eine Sache, die heißt Instant Text. Und zwar ist es ja so, dass der Text normalerweise einscrollt hier. Wenn man allerdings bei dem Fahrradhändler mit B aus seinen Textzeilen rausmescht, dann bekommt man etwas, das dafür sorgt, dass eben der Text einfach so direkt erscheint. Und das sehen wir hier gleich eben ganz gut. Sehr gut. Der geht dann tatsächlich wahnsinnig schnell einfach weg. Und das behalten wir so lange, bis wir in das Menü gehen oder bis wir eine Ja-Nein-Frage gestellt bekommen. Mhm. So, da ist der Gary wieder. Diesmal zum zweiten Mal. Und er sagt, ja, ich bin stärker geworden. Lass uns doch nochmal kämpfen. Ja, und Sand Attack ist genau das, was wir nicht sehen wollen. Das senkt nämlich unsere Genauigkeit. Und einmal kann auch okay sein. Mit ein bisschen Glück. Okay, war nur einmal. Da würde ich das jetzt mal versuchen. Ab zweimal ist es wirklich kaum auszuhalten. One Hit. Sehr gut. Genau. Wir treffen es auch ziemlich gut dafür, dass wir einen Sand Attack bekommen haben. Mega Punch hat an sich schon nur eine Wahrscheinlichkeit von 85% zu treffen. Hm. Das ist natürlich jetzt deutlich blöder mit dem Sand Attack. Aber wir versuchen das jetzt mal. Okay. Unser Angriff ist jetzt gesenkt durch Growl. Sollte aber möglich sein. Wir haben genug One Attacks. Wir werden auch, was man auch in einem BB-Run eigentlich normalerweise nicht machen würde, ist das Center nehmen, wenn man hier mit der Stelle im Run durch ist. Mhm. Das machen wir jetzt aber trotzdem einmal. Einfach, weil es noch ein bisschen safer ist. Ja, man sieht, dass der Text auf jeden Fall viel schneller ist jetzt gerade. Genau, das ging eigentlich doch ziemlich gut dafür. Mhm. Also hätte noch deutlich schlimmer sein können mit der Sand Attack. Du ist pissed und wir sehen uns später. Jo. Jetzt kommen, glaube ich, ein Haufen Fights, die du auch wirklich machen musst. Genau, also hier kommen jetzt eine ganze Menge Trainer, die alle uns den Weg zu Bill versperren, zu dem wir müssen, weil der uns ein Ticket gibt für ein Boot, auf dem es den Zerschneider gibt, den wir später noch brauchen. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt hier eine ganze Menge Kämpfe ausweiten. Ist aber auch nicht so schlecht. Wir brauchen schon noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja. Zeit für Donations. Genau. Das wäre jetzt so ein klassischer Moment dafür. Na gut, also ist ja nicht so, als ob wir bei Rocket Beans nicht auch einen Supporters-Club haben. Ich nehme einen 20 aus meiner Brieftasche und packe sie in die andere Tasche. Ich spende es an den Gregor-Fonds. Ja, der hat es auch verdient. Finde ich schon. Mit vielen Jahren für Content. Ja. Wie ist das denn bei dir? Du spielst auf Twitch. Wann spielst du da? Regelmäßig? Das auch noch andere Dinge, oder? Ich mache eigentlich vor allen Dingen Speedruns, meistens Pokémon. Ich spiele auch noch ein Spiel, das heißt Out of Gas. Wie bitte? Out of Gas heißt das. Okay, Out of Gas. Kam nur in Amerika raus. Und es gibt auch wirklich nur zwei Deutsche, interessanterweise, die es spielen. Also mich und noch wen anders. Also es gibt eine Kategorie, da sind ein paar mehr Leute auf dem Leaderboard, aber... Mit Benzin lockt man Deutsche an. Scheinbar. Günstigen Benzin. Günstigen Benzin, da kommen sie überall hin. Aber sonst dann viel Pokémon. Wie ist denn die deutsche Speedrun-Community, was Pokémon angeht? Ist die so, weltweit ist es ja auch eine der wirklich mit am beliebtesten so Kategorien und Spielarten, ne? Ja, das stimmt. Und es gab mal eine Zeit, da waren ziemlich wenige Deutsche auch unter den Top 20 ungefähr. Da gab es, glaube ich, ein oder zwei Leute, als ich angefangen habe. Und mittlerweile sind es mit mir, glaube ich, fünf. Mhm. Also das hat sich schon ein bisschen gewandelt bei denen. Und ja, es ist auf jeden Fall auch im deutschen Raum doch immer noch ziemlich beliebt als Speedrun. Und runnst du nur die Kategorie oder auch alle anderen Pokémon-Kategorien? In der Regel runne ich nur die Kategorie, weil ich auch nach
über 3 Jahren immer noch nicht die Zeit habe, die ich gerne hätte, ja. weil sich seitdem halt auch so viel geändert hat und ich neben dem Studium nicht immer Zeit habe, deswegen habe ich öfters mal größere und kleinere Pausen zwischendrin und komme dann in der Regel natürlich immer passend dann wieder, wenn es was Neues gibt. Deswegen meine alten Zeiten von vorher dann immer irrelevant geworden sind. Und deswegen bin ich auch eben immer noch bei diesem Spiel sozusagen stehen geblieben. Kommst du dann auch einigermaßen fix wieder rein? Weil, weißt ja, wenn du dann nicht gerade eine lange Zeit geübt hast oder mal für ein paar Wochen oder Monate das heißt liegen lassen, brauchst du dann wieder so eine Findungsphase wahrscheinlich, ne? Ja, so ein bisschen ist das immer schon, dass man noch so ein bisschen gucken muss, wie das nochmal alles geht und nochmal ein bisschen reinkommen muss. Aber je länger man das dann insgesamt speedrunnt, desto mehr hält man dann die groben Sachen auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Ja, ein Nugget für dich. Du hast unsere 5 besten Trainer besiegt, die nicht besonders gut waren. Nein. Aber besiege auch mich. Und er ist auch von Team Rocket. What? Der Plot-Twist. Unglaublich. Der angenehme Soundeffekt, dass du weit unten bist mit der Energie. Genau. Und der ist jetzt wieder weg, aber der ist ziemlich hilfreich im Speedrun. Den nutzen wir auch an einigen Stellen. Einmal geht noch, okay, gut. Der skippt nämlich die Jingles von den Pokémon und von den Level-Ups. Mhm. Und wenn man diese Red Bar, so nennen wir das, wenn man unter 20 HP ist, kommt diese Jingle immer, oder nicht unter 20 HP, sondern 20%, dann ist das im Zusammenhang mit Instatext jetzt schon wahnsinnig schnell. Mhm. Das spart also. Du hast immer noch den Instatext, ne? Genau, den habe ich immer noch. Sehr gut. War noch nicht im Menü. Und so wir wirklich beides zusammen haben. 11 HP ist eigentlich auch ganz okay. Das sollte relativ safe sein, je nachdem, was jetzt gleich das nach Hollow mit uns macht, was nach diesem Kampf kommt. Ja. Der kleine Bruder. Ja, schön, dich zu sehen. Klatsch. Und die kleine Schwester. Ja. Aber auch die hat leider keine Chance. Genau, Nidoran ist das einzige Pokémon, was es in männlich und weiblich gibt. Mhm. Es gibt tatsächlich sogar noch, also in späteren Generationen gibt es noch mehr Pokémon. Okay, in späteren, damit kann ich mich nicht aus. Das ist die dann eben auch männlich und weiblich sind. Okay. Also dann fühlt sich so an, lass uns doch nochmal weibliche Versionen von den Pokémon machen. Und nach einem haben sie gesagt, lass gut sein. Lass gut sein, das reicht. Irgendwann ist auch genug. Kleinstein. Genau. Geodude. Das hat er fast nur, aber dann kommt zwischendrin eben doch noch ein Macholo. Das Einzige, was uns hier auch Schaden machen kann. Wenn man Karate-Chop. Jetzt muss ich dann doch einmal den Potion einsetzen, wenn wir jetzt noch einen Megapunch missen würden. Wenn wir nicht tun. Und jetzt warst du im Menü, oder? Genau, jetzt war ich im Menü. Und der Fast-Text ist weg. Genau, der Fast-Text ist weg. Aber es sind nur noch dieser Trainer und noch einer, der 3 Pokémon hat. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht mehr so schlimm. Da wäre es schlimmer, wenn man jetzt... Aber ist schön, das hat man auf jeden Fall showcasen können, ein bisschen zeigen, dass das geht. Genau, kommt auch dann vielleicht nochmal. Das holen wir uns dann so oft wieder, wie wir können. Mhm. Aber irgendwann ist das Fahrrad dann doch ein bisschen schneller. Wenn wir dann das Ticket auch haben, um es zu holen. Mhm. Oddish. Genau, Lugabla, wenn ich richtig bin im Deutschen, genau. Hier muss Oddish besser, weil hört sich auch an wie Rettich. Stimmt. Es sieht aus wie Rettich. Yeah. Muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass man noch genug Mega Punches über hat eigentlich, aber da wir speichern, centern, ins Center gehen, ist das für uns jetzt in diesem Fall kein Problem. Fresh, also die Ja-Nein-Frage, hier wär's dann sowieso weg gewesen. Mhm. Neue Attacke. Ich hab auf Nein gedrückt. Was? Scheiße. Ist das korrigierbar? Muss noch mal rumlaufen und noch. Weiß nicht, wie ich das denn gekriegt habe. Da auf Nein zu drücken. Das sollte eigentlich gar nicht passieren. Aber darauf warten wir ja immer eigentlich, dass sowas mal passiert. Okay, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Du hast bestimmt irgendein Backup.
Hoffentlich. Das Backup wird gerade ermittelt für kommende Runs gerade. Ja. Ja, das ist so ungefähr das Worst-Case-Szenario, glaube ich. Oh Mann, es tut mir ein bisschen leid jetzt. Wäre es denn nicht nochmal den letzten Spielstand zu laden, oder? Genau, das wäre möglich. Das wäre ja aber jetzt ein bisschen weit zurück. Ja. Ganzen aber kein Fights Problem. Noch mal machen. Wir kriegen das hin. Weil wir dich so abgelenkt haben. Ich habe ja auch selber noch dazu geredet. Aber das ist. Ja, aber das genau. Aber man verlockt dich ja dann immer dazu. Aber sonst wäre es ja hier auch ein bisschen langweilig. Das ist natürlich niemand erwartet die Bestzeiten. Du kannst dich also ganz. Also du erwartest keine Bestzeiten. Naja. Oh, ich erwarte Okay-Zeiten. Ich erwarte Bestzeiten unter Druck. Diamanten müssen geschaffen werden. Na gut, dann bist du der Diamanten-Kontrolleur. Ja, ich gucke mal im Stuhl, wo die Gäste dann sitzen. Nachdem ja, auf deiner. Und Gregor hat einen dagelassen. Ja! Und jetzt noch einmal. Ich sehe ja nichts davon. So, jetzt hört er sich nochmal den Text-Glitch ab. Genau, und jetzt schauen wir mal, wie es läuft, ohne Flash zu haben. Da bin ich auch gespannt. Das wird jetzt auch für Leute, die das normalerweise speedrun, interessant. ja, ich bin auch sehr gespannt. Es sollte auf jeden Fall den Run nicht beenden, aber wir müssen gegebenenfalls eben noch mal ein paar extra Maßnahmen ergreifen, je nachdem, wie es läuft. Genau, normalerweise würde man hier nämlich schon anfangen, Flash einzusetzen. Mhm. Rush ist auch so eine Attacke, die du nur einmal benutzt und dann macht er es den ganzen Kampf über weiter. Kannst du auch nicht abbrechen, oder? Genau, kann man nicht abbrechen und läuft mindestens dreimal durch. Kann auch bis zu viermal treffen. Genau, das würde, was hier passieren kann. Oh, aber das ist eingeschläfert. Das kann ja auch passieren, wenn es normal ist. Okay, gut. Okay, das war nicht so schlimm. Alles noch im grünen Bereich. So, für den nächsten Kampf sollte es auf jeden Fall auch problemlos sein. Vermisst die. So, zweite Pokémon-Arena. Hier ist das Team. Na? was könnte es sein? Das ist Wasser. Richtig. So Misty. Warte mal drauf. Ja. Weil Misty hier auch schon ziemlich anders aussieht. Siehst du, du hast doch ein bisschen Ahnung. Ich hab die Serie geguckt. Na gut. Das hilft. Okay, genau, das Goldin geht auch noch gut. Misty selbst speichern wir dann doch einmal. Weil hier Flash eigentlich schon ziemlich hilfreich ist. Mhm. Also hier möchte man dann jetzt wirklich keinen Mega Punch missen. Natürlich schön, das ist so eine Sache, die ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Aber. Stari. Stern, du. Mal schauen, das auch. Ja, Star You, Stern, du. Das verstehe ich auch. Genau, und dann kommt Stami. Stern, ich? Nein. Ich glaube schon. Naja, zumindest im. Stern. In der englischen Fassung. Oh, X. Ja, aber. Stern. In der deutschen. Sternmi? Wirklich? Sternmi? Ich glaub, das heißt auch, ist das auch Sternmi? Ja? Genau. Mhm. Ja. Er sollte treffen, okay. Das hat tatsächlich überraschend gut funktioniert. Sehr gut. Das Problem ist nämlich, wenn man jetzt mit Fresh X Defend bekommen hätte vom Sternmi, dann würde man mit den dreien nicht mehr hinkommen. Hm. Und müsste dann einmal austauschen, wieder reinwechseln. Das heißt, in diesem Kampf war es jetzt tatsächlich wahrscheinlich schneller auf diese Weise, indem man diese Attacke nicht hatte. Normalerweise wäre ich jetzt mit den HP auch zufrieden, aber in diesem speziellen Fall melde ich nochmal, hole mir noch mit dem Instant-Text ab und dann gehen wir weiter. Wir wollen ja auch noch genug Angriffe überhaben. Mhm. Die Dinger da neben dem Computer sahen für mich immer aus wie zwei PlayStation-Pads, die übereinander liegen. Zocken bei der Arbeit, meinst du? Ja. Ja. Vor allem zocken sie keine Nintendo-Sachen bei der Arbeit. Ja. Ach, ein Ball kostet nur 1 Million. Aber leider immer noch nicht umsonst. Wir müssen ihn einfach ein bisschen nerven und irgendwann gibt er uns, was wir wollen.
versuche gerade rauszufinden, ob es irgendwo eine Stelle gibt, wo Thresh wirklich unglaublich wichtig ist. Also, gibt es Thresh als TM irgendwo? Nee, gibt es nicht. Gibt's nicht. Aber es gibt eigentlich keine Stelle, wo man nicht drumrum spielen könnte eigentlich. Es hat nur ein kleines bisschen langsamer, wenn man Megapunches misst. Und solange man die HP oben hält, wie ich das jetzt eigentlich sowieso machen würde, auch wenn ich es hätte, geht's eigentlich schon. Jetzt nehmen wir noch eine versteckte TM auf, die man jetzt gar nicht gesehen hat hier. Oder keine TM, sondern ein Item. Und zwar einen Full Restore. Ich glaube, Top-Genesung auf Deutsch, wenn ich richtig bin. Dass eben die HP wieder komplett auffüllt. Und Statusveränderungen, also Paralyse oder Schlaf zum Beispiel, dann entfernt. TMs sind übrigens Fähigkeiten für Pokémon, die man lernen kann. Oh, genau. Schon gefragt. Man will ja auch nicht immer mich reinrufen und nachfragen. Mach ruhig. Ich versuche so gut wie möglich. Ja, aber du erklärst es ja jetzt. Ihr hast es ja von alleine schon erklärt. Also komm, weiß nicht mal, was TM ist, ey. Ja, man will sich nicht outen, ne? Die bösen YouTube-Kommentare. Böse YouTube-Kommentare? So, das gibt's doch gar nicht. Hab ich da einen. Genau, halt ich auch für. Böse braucht man gar nicht vorher schreiben. Für übertrieben. Also von der Stärke her ist Megapunch zumindest ziemlich gleichwertig mit Thresh, deswegen klappt das bis jetzt noch ganz gut, solange es nicht misst. Solange du genug Aufladung noch hast. Noch aber hey, mehr. Jetzt hast du was Positives. Jetzt hast du Platz für eine andere Attacke. Das stimmt, theoretisch. Theoretisch könntest du jetzt noch was anderes mitnehmen. Zumindest bis jetzt haben wir schon wieder zweimal gemisst. Aber auch alles gut. Das ist ein Habitak, oder? Genau. Yeah. Habitak. Also die deutschen Namen sitzen auf jeden Fall noch. Ja, nicht alle. Das ist nicht gereicht, aber es liegt am Growl, der seinen Angriff ein bisschen gesenkt hat. Wir haben ja auch noch Hornetics. Bei den 700 plus Pokémon, die man aktuell hat, also weiß nicht, ich sehe immer nur eine Handvoll von wegen, die sind jetzt neu mit dabei und so viele Ideen, habe ich das Gefühl, haben sie nicht immer dann. Ne? Nee. Der eine ist irgendwie eine Eistüte, ein anderes ist ein Müllsack. Ja. Das Neue, was bei Pokémon Go war, glaube ich, eine Schraube mit einem Auge drin. Also Schrauge? Eine Schrauge. Schrauge. Ja. So heißt der auch. Schrauge wäre ein toller Name. Schrauge ist ein guter Name. Ja. Ja. So, hier ist das Schiff. Hier kann man eigentlich sehr, sehr viel Zeit verbringen. Aber du wirst hier gar nicht so lange bleiben. Genau, wir machen eigentlich nur einen Kampf, holen uns den Zerschneider ab, indem wir dem Alten den Rücken streicheln. Was man natürlich öfters mal so macht, wenn man. Auf See gelten andere Regeln. Ja. Bonjour, es ist wieder Gary. Ich streichel mir den Rücken. Auch interessant, also das Bonjour sagt er tatsächlich in allen Sprachen, soweit ich weiß. Nur auf Französisch sagt er. Guten Tag. Das guten ist Tag. Eine gute Frage. Das ist wirklich auch mal interessant. Das ist sehr lustig, ja. Mahlzeit, sagt er. Ja, hier würde man normalerweise auch mit Hornetext durchgehen, deswegen ist das hier ganz gut. Jetzt das Kadabra kann uns ein bisschen Schaden machen oder auch ein bisschen mehr, wenn wir den Megapunch nicht treffen. Simon, an wen erinnert dich dieses Pokémon? Mhm. Oh, ist schon weg. An den Teufel aus Futurama. aus Robotel. Der Roboterteufel, doch. Ja, der Kopf sah so aus. Aber der. Das sind ein paar Pixel, Alter. Den Löffel, den er in der Hand hatte und den er benutzt hat für. Warte mal, da war doch was, ne? Irgendwas war da mal. Irgendwie haben wir bei Game One irgendwann mal auch parodiert. Bestimmt haben wir es mal. Warum hat der einen Löffel in der Hand? Wie nannte er sich? Illusionist oder sowas? Ach, Uri Geller, das Ding. Genau. Ja. Die Nummer. Ja. Das soll das Uri Geller-Pokémon sein, genau. Wo Uri Geller geklagt hat. Genau, okay. Ja. Wo er gesagt hat, es ist zu nah an mir dran, weil es benutzt auch einen Löffel. Ja. Naja, in einer japanischen Version heißt es auch Geller irgendwie. Auch okay, so das. Urio Gera oder so. Okay, da ist dann natürlich... Es ist einfach für den Anwalt. Das ist ein japanischer Cousin. Cousin. Ich dachte, wegen dem Löffel kannst du jedes Frühstück verklagen. Also ich meine, das ist ja Quatsch. Löffel. Das benutzt doch jeder. Ja, auf jeden Fall war es das mit dem Schiff. Genau, das Schiff ist jetzt vorbei. Und da kommt jetzt auch tatsächlich gleich die einzige Katze im Spiel und die einzige Stelle, wo man dann auch mal einen Schluck trinken kann. Mhm. Wenn das Schiff nämlich wegfährt,
Ah. Oder eigentlich fährt das Wasser weg und schiebt ja, sich das aber. Ja. Noch der Golfstrom, oder? Funktioniert das nicht so? Ja, wunderschön. Was kann man da sonst noch machen? Also ich nehme an, es ist, du hast ja gesagt, man kann sehr viel. Da sind ganz viele Items, du kannst hier ganz vielen Räumen rein und da sind viele Party. Trainer, gegen die ja? du kämpfen kannst. Ah, okay. Mhm. Genau, es gibt auch ein paar Items, die interessant sind. Wenn man ein Problem mit Leveln hat, gibt es auch noch einen Sonderbonbon, den man okay. da zum Beispiel noch nehmen kann mit einem Trainerkampf davor. Aber das ist so ungefähr das Einzige, was man Speedrun-Sicht noch brauchen könnte. Du hast jetzt eine wichtige TM bekommen, nämlich den Cut oder den Zerschneider. Genau, den Zerschneider habe ich bekommen. Und den für das Gute ist, werden wir gleich sehen. Genau. Wir müssen nämlich, um zum dritten Orden zu kommen, einen Busch zerschneiden, der hier vorne ist. Tada! Diese Büsche kann man jetzt zerschneiden. Die hat man am Anfang schon gesehen. Auch in der ersten Stadt, da in der Nähe. Mhm. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die zu zerschneiden. Und außerdem ist das auch noch eine ganz okaye Attacke, die man noch benutzen kann okay. dazu. Genau, brauchen wir allerdings auf Paras dann nicht. Der lernt jetzt halt quasi die ganzen Travel-Skills. Also nicht alle, aber viele Travel-Skills. Sowas wie jetzt zum Beispiel diesen Zerschneider. Dann gibt's da noch so einen Stärke-Buff, womit du große Felsen heben kannst. Dann gibt's da noch Fliegen. Da brauchst du natürlich ein Flug-Pokémon für, damit du fast traveln kannst. Und es gibt den Surfer, damit du schwimmen kannst über Wasser. Mhm. Hab ich was vergessen? Ich habe gerade nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Falls ich was vergessen habe, werden wir es ja noch. Nein, ich habe mitgezählt, du hattest alle. Ja. Du hast auf die Klacks vom Steuerkreuz gehört, ne? Genau, das ist die letzte Manipulation, die wir machen. Es ist nämlich tatsächlich random, wo diese Schalter sind. Also es gibt tatsächlich feste Kannen, also feste Mülleimer, ja, wo der erste was. Ist. Und so. Wenn man den ersten dann hat, ist dann rumrum in einer von den Mülleimern ist der zweite auch drin oder ganz oben links, warum auch immer. Das ist auf jeden Fall jetzt der dritte Pokémon-Trainer. Arena-Leiter. So war das, sorry. Genau. Und wenn wir den besiegt haben, besiegen wir erstmal für eine ganze Weile keinen mehr. Und dann besiegen wir ungefähr alle hintereinander einmal weg. Mhm. Noch ein ganz altes japanisches Gameboy Pokémon Silber und Gold daheim liegen. Mhm. In einer Kiste mit altem Kram. Weil ich das mal in Japan gekauft habe, ich dachte, oh, das wird sicher irgendwas wert. Und dann habe ich es total vergessen. Ach, ich glaube, die beiden sind gar nicht wert, oder? Doch, also wenn die noch gut erhalten sind oder so. Als ich in Japan zuletzt war, in meiner Vitrine. Haben alle auf jeden Fall nach solchen Versionen gesucht und die werden tatsächlich auch jetzt nicht für einen Euro oder so rausgehauen, sondern dann kriegst du schon ein bisschen was. Nö, ich habe die ja eigentlich, also irgendwie. Ist ja auch cool, sowas zu haben. Ja, ja, das absolut. Sind tatsächlich so Sachen, die sind so alt und so bekannt, dass man die auch in eine normale Wohnung stellen kann und irgendwie ab und zu, also man wirkt nicht wie... Ich kenne Leute, die haben die Dinger gerahmt, ne? Und sich... Habe ich früher auch gemacht, ja, aber... Ja. An die Wand gepackt. Aber irgendwann. Und die sind ein bisschen hübscher in der japanischen Version, muss man sagen. Ja, das ist, die sind wirklich hübsch auch, genau, die Artworks und alles, die Packung. Ja, ja. Ein bisschen mehr Liebe. Hier im Casino? Das ist tatsächlich der Pokémon-Fanclub. Ja. Genau, und der Mann redet gerne über seinen Rapidash. Ja, die programmieren sich einfach ihren eigenen Fanclub. Das ist auch, das ist auch geil, ne? Das ist auch schon ein bisschen Nintendo. Ja, genau, und erzählt dann eine ganze Menge darüber, wie toll doch Galoppa ist und gibt einem am Ende dafür, dass man zugehört hat, noch einen endlich. Gutschein für das Fahrrad. Endlich dieser Gutschein ist halt nur eine Million wert. Aber du hast auch zugehört, dass er über Pokémon gequatscht hat. Also. Ja, gut. Das schon einiges Danke, dass du dir zugehört hast. Hier hast du eine Million. Okay. Ich habe leider im echten Leben noch niemanden getroffen, der diesen Handel mit mir eingehen möchte. Nee. Also, ich muss aber auch sagen, wenn ein Fahrrad eine Million kostet, ne, dann ist es auch irgendwie kein Was Alltagsgegenstand. Was ist das für eine Welt, ja. Was kostet dann Brot? Ja. 100.000 wahrscheinlich dann. 10.000. Also die reichen Leute, die kein Verhältnis mehr für Geld haben, die sagen, ja, hier hast du mal einen Huni, hol mir mal eine Tüte Milch, ne? Das ist ja eine Klasse, das fragst du ja immer die reichen Leute, was kostet ein Liter Milch, ne? Sag ich ja immer. 10 Euro, 20. 10? Was kostet eine Kuh? Weiß ich noch nicht. Ja. 250 Euro? Fragen Sie mal einen Butler. Na, normalerweise würde man Thunderbolt über Hornetech lernen, aber da wir jetzt ja einiges weniger haben, haben wir jetzt Poison Sting gelernt.
Ja, und das Fahrrad natürlich. Quasi, nachdem du die ganze Zeit so langsam rumgetrottet bist. Ein Muss für diesen Speedrun. Genau, das Problem ist, wenn man mit A und B ein bisschen arbeitet, kann man diesen Text, wenn man eine neue Attacke lernt, ein bisschen beschleunigen. Wenn man das allerdings zu früh macht, dann kommt man in diesen Screen mit dem Abbrechen des Lernens. Und das ist eben das, was dann eben vorhin auch passiert ist. Mhm. So, das ist auch eine Stelle, wo man eigentlich ganz gut haben kann. Tauschen jetzt einmal das hier rum. So. Dann sollten die eigentlich mit dem Horn Attack auch sterben, auch ohne Crit. Für das Myrapla, das gleich noch kommt, müsste dann nochmal der Mega Punch her. Aber ich glaube, das Quofenza, das reicht auch mit einem Horn Attack. Quofenza, genau so hieß das Vieh. Die ganze Zeit überlegt. Warte nur auf mein Lieblings-Pokémon. Welches? Ihr wollt es nicht aufdrängen, sonst kann keiner Namen. Lass uns versuchen, zu raten, ob hier mein Lieblings-Pokémon kommt. Okay. Deswegen, wenn ich fröhlich gluckse. Ich dachte nur, wenn es dann überhaupt nicht kommen würde, hätte ich sagen können, tut mir leid. Ja, es ist die Chance. Es ist vergebene Liebesmühe. Wenn ich mich daran erinnere, sage ich am Ende. Es ist Carpador. Nein, es ist nicht Carpador. Wobei Carpador schon ein sehr gutes Pokémon ist. Es ist sehr nutzlos. Na, was ist dein Lieblings-Pokémon? Soll ich sagen? Sagen? Das ist Ultrigaria. Das aussieht wie eine Aubergine. Sehr cool. Aber das sehen wir tatsächlich, oder? Sehen wir das? Auch von dem Gegner, wenn. Damit rentiert sich der Speedrun schon. Ich glaube, nee, wir sehen es sogar tatsächlich nicht. Wenn du sagst, es sieht aus wie eine Aubergine, meinst du dann in Wirklichkeit, dass es aussieht wie... Nee, eine Aubergine. Okay. Deshalb finde ich das so. Aber eine gelbe. Mit dem Mund oben. Mit dem Mund oben. Genau. Okay. Und Zähne natürlich. Ja. Also, die Sprüche schreiben... Das kann man doch nicht mögen. Wir sehen die größere Version, also Sazenia sehen wir. Das hat nämlich eine Arena-Leiterin, Erika. Erika mit dem Sazenia. Genau. Der Lenz ist da. Der Darkroom. Genau. Ups. So. Genau. Und normalerweise ist vom Spiel vorgesehen, dass man hier die VM Blitz hat. Man hinter dem Diktatunnel findet. Genau, das habe ich vorhin vergessen. Blitz gibt's noch, wo man in dunklen Gebieten besser sehen kann. Genau. Ist hier aber nicht allzu schlimm, weil selbst in dunklen Räumen siehst du hier trotzdem noch die Wände. Von daher genau. Das auch oben. Solange man dann eben weiß, wo die Trainer stehen. Mhm. Ein paar muss man eben bekämpfen, so wie den hier zum Beispiel. Aber ansonsten kann man, dadurch, dass man die Wände sieht, eben eigentlich ziemlich gut hier durchfinden. Fahrradmusik ist toll. Das ist auch von vielen die Lieblingsmusik. Mhm. Es gibt dann meistens auch so ein zweites Lager, dass die Musik in der Mansion, die später kommt, auch besser finden. Slowpoke. Der Name ist aber ein bisschen faul gewählt, finde ich. Von den Amis jedenfalls. Das faule Pokémon. Mhm. Ja, wenn die Mutter von so einem Pokémon-Trainer wüsste, dass wir im Dunkeln durch Höhlen mit dem Fahrrad fahren. Ja, mein Kind, pass auf dich auf. Screw you, Mom, ich fahre im Dunkeln mit dem Fahrrad durch eine Höhle. Ich glaube, das ist so eine Sparta-Welt. Also die wissen schon, dass da draußen überall sind Monster, aller Monster in der Tasche, also... Die wissen schon genau, was sie da machen, die Eltern. Ja, wenn du zurückkommst, dann kommst du zurück. Dann kommst du zurück, dann darfst du auch älter werden. Dann if he dies, he dies. Machen wir ein neues. Okay. Das nein, ist, paralysiert. Das ist das, was... Merkst du denn bisher jetzt schon Hindernisse aufgrund des großen Fauxpas vorhin? Naja, es hat jetzt an vielen Stellen eben ein kleines bisschen länger gedauert. Nicht. Aber es fällt mir länger. Jetzt nicht auf, also dass du... Genau, dass du also länger brauchst jetzt. Es ist nicht so schlimm. Also hier jetzt zum Beispiel, es ist ein bisschen blöd. Wir haben auch den Horn Attack gerade gemisst. Das war der berüchtigte Gen 1 Miss. Mhm. Also es ist so, dass in Generation 1 es so ist, dass jede Attacke, auch wenn sie eigentlich 100% Trefferchance hat, mit einer Chance von 1 zu 256 trotzdem daneben gehen kann. Mhm. Und das kann einen an das vielen hatten wir grade, Stellen... Ne? Genau, das hatten wir gerade. Kann einen an sehr vielen Stellen Probleme bereiten. Wenn es denn dann mal passiert, weil es eben so unwahrscheinlich ist und man eigentlich nie damit rechnet. Dann müsste man schon... Und hier hast du eigentlich auch spielen. Random Encounter, oder? Genau, aber wir benutzen jetzt hier diese Repels, die ich vorhin gekauft habe.
Repel ist quasi, das benutzt du für eine kurze Zeit, hast du dann keine Random Encounter. Und die hier, die musst du halt bekämpfen, weil das Pokémon Trainer sind, die sind halt im Wege. Die siehst du jetzt nicht, weil es dunkel ist. Aber die stehen auch im Dunkeln in der Höhle einfach rum. Ja, den ganzen warten auf Leute. Huch, wenn die mich reingelaufen. Ja. Kämpf mit mir. Wenn ich hier jetzt ein Kim im Fahrrad lang, wenn ich so ein Pokémon eindrücken. Ich bin nur nackt im Dunkeln. Ja. Das sieht ich kann auch sehen. Keine Angst, das sind meine Finger. Die hören dich, dein Fahrrad quietscht. Die Musik kommt so langsam näher. Ja. Genau. Und irgendwann. Uga Buga. Du kennst also wirklich nur, natürlich ist ja logisch, ne? Nur alle gegen alle Story-relevanten. Also ne, alle Trainer, die Wege versperren und dann die RNG-Gegner. Genau. Im Idealfall zumindest. Inwiefern, also was waren denn so die Unterschiede in deinen Zeiten? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du redest hier so von 2 Stunden. Macht das auch mal eine halbe Stunde aus oder sind das dann eher im Bereich von 5 Minuten, die so ein bisschen RNG dann ausmacht? Also in der Regel ist es so, dass RNG schon viel Einfluss haben kann, vor allen Dingen, je weniger man weiß, also über den Speedrun selber, was so passieren kann. Damit umgehen kann. Dann. Genau, je weniger man damit umgehen kann. Aber in der Regel sollte man auch, wenn es wirklich schlimm läuft, also so wie jetzt zum Beispiel, gerade das mit Fresh nicht hat, ist schon ziemlich schlimm, soll es auf jeden Fall unter 2 Stunden oder 2 Stunden 5 auf jeden Fall eigentlich bleiben. Gibt es auch einen Pokémon-Randomizer, weil ich jetzt gerade an Sia denken musste und deinen Zelda-Randomizer, ja? Ja. Mhm. Was ist da randomized? Man kann eigentlich alles randomizen. Ja, so gut wie alles. Jeder Busch kann halt ein krasses Pokémon enthalten, was ist halt normalerweise. Weil das ist, finde ich, gerade beim Spiel, was sowieso schon sehr viel mit, du kannst sehr variabel machen, welche Pokémon du sammelst oder nicht sammelst. Mhm. Da noch einen Randomizer mit reinzutun, wenn du nicht sowas konkretes hast. Und ich glaube, du lernst auch noch random Attacken so mit den Pokémon. Ja. Das ist halt auch noch da weiß ich echt nicht, ob mir das dann nochmal extra Spaß machen würde. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als bei Metroid oder Zelda. Das ist dann wirklich mehr ein Glücks-Speedrun, ja. Ja, aber für Leute, aber die Lust, Bock drauf haben, ist bestimmt cool. Eine coole Herausforderung, ne? Genau, da gibt es auch tatsächlich Speedruns zu. Also dann wird sozusagen, es gibt sogar online einen Generator für ROMs, der tatsächlich randomized ROMs rausspuckt, wenn man auf den Button klickt. Ja, sehr geil. Und, ähnlich wie bei Zelda. Genau, und dann kann man eben mit mehreren Leuten zusammen sozusagen auch ein Race machen und dann mit denen zusammen eben auch diesen Randomizer spielen. Eben genau wie bei Zelda quasi. Ja. Hast du denn ausnahmsweise auch mal einen 100% Speedrun mal gemacht, wo du alle oder zumindest alle Pokémon gesammelt hast? Oder war es immer nur die Kategorie? Das kannst du ja gar nicht alleine alle Pokémon sammeln. Mit Glitches Tauschen. Geht schon. Ach, mit Glitches geht das? Genau, mit Glitches geht auch. Ah. Warum war ich früher zu blöd für Glitches? Da hätte ich keine Freunde gebraucht. Ja. Ich habe früher mit dem Hex-Editor habe ich die PC-Dateien so, gehackt. Ich dachte, du hast dir Freunde gebaut mit dem Hex-Editor. Nee. Die andere Konsole. So gut konnte ich das nicht. Ach, so gut müssen die auch nicht sein. Ja, stimmt. Hat ja für Rogue Beats hat's gereicht. Ja, ja. Steht so auf meiner Visitenkarte. Und jetzt kommt unsere große Shopping-Tour. Mhm. TM7 ist Hornbohrer, den brauchen wir später auch. Also unser One-Hit-KO-Move. Der potenziell aber auch viel missen kann. Oder? Genau, theoretisch hat er nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, ich glaube 30%, wenn ich richtig bin, zu treffen. Da wir aber Exiguities einsetzen, trifft er dann, wenn wir das einsetzen, immer. Denn in Generation 1 ist es noch so, dass wenn man ein Exiguity einsetzt, dass die Genauigkeitsabfrage komplett geskippt wird. Das heißt, auch schon One-Misses sind zum Beispiel gar nicht mehr möglich dann. Das hilft also schon ungemein. Das Einzige, was noch ist, ist, wenn man langsamer ist als das gegnerische Pokémon. Das ist eine Voraussetzung für den Hornbohrer, damit er trifft. Und wenn das nicht gegeben ist, dann trifft man auch mit dem Exiguity nicht. Okay. Sudapop. Du musst ihr was zu trinken geben, dann gibt sie dir eine TM. Genau. Und zwar Rock Slide, also ich glaube Steinagel. Ist zu faul, um selbst zum Automaten zu laden, der hier 3 Meter entfernt ist. Oder vielleicht hat sie auch kein Geld. Ah. Wobei ihre TMs sich teurer verkaufen lassen würden als. Aber naja, gut, vielleicht hat sie noch nicht so viel von Marktwirtschaft gehört. Ja, wahrscheinlich. Genau, und jetzt kaufen wir eine bestimmte Anzahl an Sachen. Da wir jetzt noch ein bisschen Geld über haben, kaufe ich mal hier noch einen mehr von diesen Sachen. Was sind so Sachen, die deine Stats verbessern von den Pokémon? Genau, Exiguity hatte ich ja schon erwähnt und jetzt noch Speed und X-Special, also.
dann eben, wie der Name schon sagt, die den, die Geschwindigkeit erhöhen oder deinen Special-Wert. Genau, das war jetzt eigentlich die Shopping-Tour. Und jetzt wollen wir uns fliegen im versteckten Haus. Was gar nicht mal so wahnsinnig versteckt ist. Genau, das kriegt man jetzt hier. Dann tauschen wir noch ein paar Items um. Das brauchen wir. Jetzt kannst du... Rockslide ist das, wo du Felsen mit bewegen kannst, oder? Genau, Rockslide ist das. Ach so, nee, ist es nicht. Nee? Genau, das wäre Stärke. Ja, Stärke. Genau, das kommt auch später. Rockslide brauchen wir eigentlich nur für einen kurzen Abschnitt im Spiel. Das brauchen wir nur für die Geist-Pokémon, die jetzt im Lavenderturm, wo wir jetzt hingehen, sind, weil die nämlich von normalen Attacken, also Horn Attack, Mega Punch, sind alles normale Angriffe. Die würden wir damit nicht treffen können, weil Geist-Pokémon eben davon an sich nicht getroffen werden können. Und so ein Thunderbolt oder sowas wäre nicht genug, um das in einem Schlag zu besiegen. Darum Rockslide. Ist auch ein bisschen problematisch, weil Rockslide eben auch nur auch keine 100% Wahrscheinlichkeit hat zu treffen, weil dann, ich glaube, 50. Ist das jetzt schon die Geisterstadt, wo du 80. bist? Genau, das ist jetzt schon der Geisterturm. Alles klar. Erstmal kommt natürlich wieder Gary. Genau. Gary. Der dir ja jetzt auf jeden Fall in die Fresse haut. Du wirst nichts dagegen machen können. Er versucht es auf jeden Fall. Sogar mit seinem Gyarados. Hey, warte mal. Hey, lass mich doch auch mal angreifen. Aber leider war er nicht so schlau, das zu machen, was wir machen. Nämlich einfach ein Pokémon so hoch boosten, dass es alle anderen fertig macht. Verliert. So, gibt es eigentlich irgendwie so eine Art Tierlist für die Pokémon? Welches Pokémon ist halt das stärkste überhaupt in dem Spiel? Das hängt so ein bisschen davon ab. Also es wird ja auch kompetitiv gespielt. Von reinen Stats her ist, glaube ich, Mewtwo tatsächlich das beste Pokémon. Aber es kommt natürlich darauf an, was für eine Taktik man auch verfolgt und was für Attacken effektiv sind gegen andere Pokémon. Mhm. Also da gibt es schon relativ viel, was man so auch teammäßig anpassen kann. Okay. So, ist das nicht auch genau die Geschichte von Mewtwo, ist das nicht so eine DNA-Kreuzung der Wissenschaft? Genau. Ein Wesen, was nicht existieren soll, das ist kein normales Pokémon. Ja. Okay. Genau. Was nur das gibt's auch nur einmal und deswegen hat's auch jeder. Ja. Oh ja, na, wenn man es einmal klonen kann, warum nicht noch ein zweites, drittes? Ja, eigentlich logisch. In dem Spiel ist es halt so, dass relativ nah am Ende gibt's ist Mewtwo in der Höhle, schon relativ hoch gelevelt, ich glaube 70 oder so. Mhm. Und den kannst du aber trotzdem fangen. Aber den gibt es aber auch nur einmal im Spiel. Ja. Es ist aber ziemlich schwierig, Mewtwo zu fangen, weil es doch relativ einfach ausbrechen kann aus den Bällen. Aber es sei denn, du benutzt den einen den Master Ball. Ach, es gibt halt einen Ball, der halt auf jeden Fall immer hängt. Genau. Und wenn man sich dafür aufgespart hat, dann ist es tatsächlich ziemlich einfach. Ja, es lohnt sich aber. Das Pokémon war gut. Ich fand's sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man es hatte, dann hat man eigentlich keine Probleme mehr. Ja. Das Problem ist halt, man hat es halt immer erst bekommen, nachdem man zumindest einmal die Top 4 besiegt hatte. Mhm. Weil dann ist erst der Kerl, der es bewacht, eben von der Höhle weggegangen und hat gesagt, ja, jetzt bist du stark genug, dich mit diesem stärksten Pokémon zu messen. Mhm. Und dann konnte man zumindest noch die ganzen Trainer auf den ersten Routen, die mit ihren Level 5 Pokémon da stehen, mit einem muskulösen Mewtwo einmal besiegen. Kommt bestimmt auch sehr schön an, wenn da so ein Käfersammler mit seinen Raupi-Stäben auf einmal kommt ja. Mit Mewtwo an und what the fuck? Vaporize dich weg. Genau, es ist bis jetzt ganz gut gelaufen, also wir haben die Rockslides jetzt noch nicht gemisst. Ich fand die Musik hier in dem Turm auch ein bisschen creepy. Ja, die ist tatsächlich, es gab ja auch das Problem, dass
in den japanischen Versionen es so war, dass viele Kinder da ja Kopfschmerzen auch von gekriegt hatten. Oh, das ist alles gemisst. Und das ist ja tatsächlich irgendwie auch irgendwie sich auf die Psyche irgendwie ausgewirkt hat. Und das haben sie dann entschärft in den europäischen und amerikanischen Versionen. Da gab es schon ein paar Probleme mit. Warum hast du das getan, Billy? Weil ich Pokémon gespielt habe. Gib mir das Messer. Stich. Nintendo hat gesagt, Stich. Ich soll es tun. Für Miyamoto. So, das reicht jetzt auch mit Ruxlite. Jetzt kommt Hornbill. Das war's schon. Na. Jetzt kommt der Geist hier. Normalerweise müsste man jetzt das Hilfscope haben, damit man diesen Geist sehen kann und ihn bekämpfen kann, aber da ein Pokémon ist, kann man einfach mit der Poképuppe, mit der man aus wilden Pokémon-Kämpfen fliehen kann, auch vor diesem Geist weglaufen, auch wenn man ihn nicht sieht. Ah. Und dadurch, good to know. Genau, und dadurch skippt man jetzt quasi eine ganze Gegend, sag ich jetzt mal, wo man nochmal gegen Team Rocket kämpfen würde und spart eine Menge Zeit. Und das ist eben so der Punkt, an dem sich das japanische Leaderboard und das vom Rest der Welt sozusagen getrennt haben. Genau, in der japanischen ist das nämlich nicht erlaubt. Ja? Genau, in der japanischen ist das nicht erlaubt. Aber alle anderen haben gesagt, okay, ist ein wildes Pokémon, man benutzt das Item, um von diesem wilden Pokémon wegzulaufen. An sich ist das ja eigentlich okay. Ist ja kein Glitch oder so. Genau. Das war dann immer so ein bisschen die Debatte, aber... Er sah aber sehr glitschig aus. In der Zunge. Ja, egal, aber hey, die Fledermäuse haben wenigstens die gleichen Namen wie auf Deutsch auch. Das stimmt. Genau, und jetzt kommt das auch zum ersten Mal zum Einsatz. Das Setup mit Exekubus und Hornbill. Und jetzt sind wir auch langsam so über dem Berg, was Fresh angeht. Bräuchten wir jetzt noch ein paar Mal, aber das Schlimmste ist quasi geschafft. Ja, auf jeden Fall gut gebackup. Hat ganz gut geklappt zum Glück. Hornbill, One-Hit KO. Genau. Das werden wir noch ein paar Mal öfter sehen, diesen Speedrun. Oh ja. Ups. Keine Chance. Genau, hier bräuchte man zum Beispiel eigentlich, bräuchte man das hier eigentlich nochmal. Aber das ist auch nicht so schlimm. Thunderbolt ist stark genug. Genau, zumindest für die ersten würde man sowieso einsetzen, aber dann sollte es eigentlich auch. Ich nehme für Reticate nämlich mal Mega Punch. Vielleicht auch nicht, aber das ist nicht schlimm. Wir nehmen gleich eh noch ein Pokémon Center. Jetzt kommt der Crit, wo wir ihn nicht brauchen. Ist immer das Schönste. Ja. Nur noch ein Fitzel leben und dann wegkritten. Und dann misst man es beim nächsten Versuch, dass es natürlich jetzt blöd wird, wenn wir jetzt confused sind. Oh nein. Dann misst man gleich nochmal. Confused, da kann man sich selber dabei verletzen. Genau, 50-50 Chance, dass man sich selber trifft oder den Gegner. Aber halt nicht mit der Attacke, sondern man verletzt sich einfach nur selber quasi. Genau, das hängt dann vom Level ab, dass man selber hat, wie viel Schaden man daneben kriegt. Interessanterweise, auch wenn man eine Attacke einsetzt, die eigentlich keinen Schaden macht, verletzt man sich dann trotzdem selber, wenn man sich selber trifft. Ja. Genau, und jetzt haben wir hier diesen alten Mann befreit, der uns die Pokéflöte gibt. Brauchen wir nachher auch noch. Denn das ist irgendwie unanständig an. Ich wollte auch nichts sagen eben. Und wer kleiner schiebt dir die Pokéflöte. Danke, Kleiner, dass du mich gerettet hast. Schlimm oder gerade hier. Ich bring dir ein Lied. See you. Was willst du kriegen? Ich muss einem Lied auf der Pokéflöte beibringen. Ja, ich wusste, dass noch was kommt. Der erste alte Mann wollte sich nur den Rücken massieren lassen, der zweite holt schon die Pokéflöte raus. Das sind hier die geheimen Messages. Ja, aber wird immer schlimmer. Die Community macht da wahrscheinlich auch ständig Witze drüber, oder? Nehme ich an. Nein, nie. Also wie der Short. Das Short's geil. Entschuldigung, never. Pokémon ist serious business. Ja, weißt du, da wird keine Witze drüber gemacht. Ne, kann ja schon sein. Jede Fan-Community ist anders. Ja, das stimmt. Aber an sich
kann man damit schon ganz gut klarkommen, wenn man ein paar Witze macht. Es gibt eigentlich keinen, der sich da wirklich drüber aufregt. Okay. Du hast vorhin bei einem Automaten eine Flasche Soda geholt, nur damit du hier durch kannst. Genau. Oder beziehungsweise ein Wasser reicht ihm schon. Achso. Das habe ich geholt für ihn. Und ansonsten kommt man nämlich nicht in die Stadt rein. Mhm. Und er ist auch so nett. Mit eigentlich 4 Torwächter hier an allen 4 Enden der Stadt. Und er teilt diese Flasche Wasser mit allen. Cool. Kannst du mehr mit Getränken machen als in Shenmue, Gregor? Das stimmt. Da kannst du nur ziehen und trinken. Nur konsumieren. Hier kannst du auch noch teilen. Aber Toilette geht hier auch nicht. Wie bitte? Toilette? Naja, das war bei Shenmue, was mich immer ein bisschen aufgeregt hat. Du säufst da 8 Millionen Dosen Cola, aber, so, aber vom Klo steht er wieder Ochs vorm Karren. Was soll ich hier machen? Das ist ein junger Mann, da funktioniert die Blase noch. Da ist das noch alles. Das hält noch für 3 Monate, das ne? Das hält, der kann der, ja. Wie lange hält der jetzt schon ein? Auf jeden Fall 2 Teile und der dritte 20 Jahre kommt 20 Jahre lang. 20 Jahre hält er ein. Grano Fink. So, das ist jetzt so das letzte Mal, dass wir ein Problem haben könnten mit Fresh. Ja, genau der Move. Hat mich getroffen, oder? Hat uns getroffen, hat mich paralysiert. Oh ja. Gut. Das heißt, das ist etwas blöd. Wir haben nämlich unseren Full Restore schon eingesetzt, den wir haben. Hm. Und wir haben jetzt keine Möglichkeit, diese Paralyse einmal wieder wegzumachen. Deswegen müssen wir nochmal zurück. Und uns auch einmal wieder heilen. Hm. Das hätte uns aber auch mit Fresh passieren können. Also das ist jetzt davon unabhängig gewesen, wenn man geklärt wird. Okay. Und den Full Restore schon eingesetzt hat, was wir jetzt ja auch machen mussten. Dann. Paralyse geht nur weg durch Full Restore oder auch durch andere Items? Genau, es gibt auch einen Paraheiler, den man sich besorgen kann. Ups. So. Genau, wir fahren auch den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Es ist schneller als Fliegen. Mhm. Und wenn wir in der Stadt, in der wir gerade waren, ins Center gegangen wären, dann wäre unser Reset Point, wenn wir Schaufel einsetzen, auch in der Stadt wieder gewesen. Ah. Wir wollen den hier gerne behalten. Okay. Dann müssen wir es einmal so machen. Es passiert aber zum Glück relativ selten, dass man beide, dass man den Full Restore theoretisch an 2 Stellen einsetzen muss. Weil es schon ein bisschen Pech. Hm. Wir haben aber später noch die Möglichkeit, noch einen zweiten uns zu holen. Genau, und jetzt müssen wir dann nochmal den Weg wieder zurückgehen. Mhm. Gibt's auch einen Aufzug, aber du bist schneller wahrscheinlich. Genau, mit den, mit den Treppen ist es ist und gesünder. Und gesünder. Weg. Muss man sich einmal hier so ein bisschen rumteleportieren, damit man hier unten hinkommt. Das ist schon sehr nervig gewesen beim ersten Mal. Ja, genau. Da muss man nämlich erst darauf kommen, dass man hier unten noch irgendwie in die Ecke kommt und da dann der Schlüssel ist, um diese Stahlbarrieren, Türen hier aufzumachen. Hm. Genau. Dann kommt man auch weiter. Und obwohl man jetzt eigentlich den Schlüssel hat und jetzt erst diese Türen wegmachen kann, gibt es natürlich wie immer jemanden, der uns schon zuvor gekommen ist. Und hier einfach schon rumsteht. Hm. Ohne viel zu tun und einfach auf sich. Das Tomb Raider-Phänomen. Ja. Ah, what are you buying? Wo kommst du denn her? Ich war schon immer hier. Hallo. Tja. It's me again. Naja, und da wir jetzt Bondwell haben, macht er uns auch wirklich gar keine Probleme mehr. Oh, er hat schon ein krasses Flügelchen. Genau, sein Tauboga ist jetzt... Ein Tauboss. Stimmt, Tauboss. Tauboga war die zweite Stufe, glaube ich. Genau, Tauboga ist die zweite Stufe. Seine Tech ist uns jetzt zum Glück auch egal. Und wir können einfach mit Hornwild durchhitten. Dass wir jetzt ein bisschen Schaden bekommen haben, ist auch ganz gut. Wir wollen nämlich für Boga, den Arena-Leiter, den wir als nächstes besiegen, unter 80 HP sein. Warum sehen wir dann nochmal? Mhm. Ja, aber jetzt erstmal. Erstmal Gary abfrühstücken. Genau. Eine große Sache. Alakazam! Mhm.
Genau, das ist eigentlich auch letzte Stufe. Doppellöffel. Guck mal, deinen hast du sogar verbogen, ne? Wenn du genau hinguckst. Ja. Genau. Wenn ich genau hingucke. Viel krasser. Es geht leider so schnell, man hat hier nicht viel Zeit, sich mit dem Pokémon vertraut zu machen. Das Alakazam ist auch das Einzige, das eigentlich ein bisschen gefährlich werden kann. Hat genau. Der eine Pflanze, eine Blume hinten auf seinem Rücken gehabt gerade? Ja, das ist so eine Art Isaflor. Schildkröte mit einer Pflanze. Was das komplette Gegenteil natürlich von der Schildkröte wäre. Ja, aber eigentlich ja. Wenn du den nicht sauber machst, dann wächst ja auch mal ruhig was auf dem Rücken. Ist ne? Ja auch der Grind. So. Genau, jetzt haben wir natürlich Thornwill keine Attacken mehr. Es hat nämlich nur 5 Aufladungen. Deswegen ist jetzt die erste Zeit, dass wir auch ein Item benutzen, um das wieder aufzufüllen. Du hast noch gar nicht erwähnt, wo du gerade bist, ne? Du bist in der Team Rocket Festung, oder? Genau. In der Zentrale. Mhm. Genau, ich bin jetzt bei Ihnen zu Hause sozusagen. Team Rocket, bei euch brennt das Licht. Komm vorbei und mach's aus. So. Genau, denn jetzt brauchen wir die Aufladung auch schon wieder. Drowsy. Oh. Ups. Kennen wir schon. Drowsy ist tatsächlich so ein Pokémon, dem traut man eigentlich so nichts zu. Aber ja. Wenn man so ein bisschen das Lore liest, das ist ganz interessant, weil es tatsächlich, da steht dann auch in den späteren Generationen, in den Beschreibungstexten teilweise drin, es stiehlt die Träume von Kindern und seine Weiterentwicklung. wenn es Kinder an die Hand nimmt, dann werden sie nie wieder gesehen oder so ähnlich. Dark. Gibt schon so ein paar dunkle Geschichten zu manchen Pokémon. Mhm. So, der Präsident und Team Rocket. Giovanni. Genau. Dr. Giovanni Rocket. Soll es nicht angeblich auch der Vater von uns sein? Irgendwie sowas, da war doch mal so eine Theorie. Stimmt, da gab es mal so eine Theorie zu. Wir sehen ja nicht den Vater von Ash. Ne? Genau. Aber ich glaube, es wurde nie wirklich bestätigt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also wie der Vater von Karten nie bestätigt wurde. Kangaskhan. Genau, Kangama. Deutsch. Ich glaube, jetzt muss ich Fresh auch gar nicht mehr einsetzen. Nidoqueen. Und hier hast du die weibliche Version von den Nidoking. Genau. Was er die ganze Zeit. Gibt's da Statusunterschiede, oder? Bei männlich und weiblich? Mhm, genau, das ist quasi der große Unterschied ist, dass Nidoking stark im Angriff und in der Geschwindigkeit ist. Und Nidoqueen hat eben bessere Verteidigungsstats, also AP und Verteidigung. Mhm. Und da wir natürlich vor allen Dingen Schaden austeilen wollen, nehmen wir natürlich den. Aber das wäre doch eigentlich. Ich wundere mich, weil Nintendo ja jetzt gerne dann auch so Möglichkeiten nutzt, um die Serie weiter zu auszubreiten, gerade bei Pokémon. Man hätte doch easy, ich meine, es gibt eine rote und eine grüne und eine silberne und eine irgendwas Edition. Mhm. Hätte man nicht einfach sagen können, okay, jetzt gibt's hier eine Edition mit den ganzen weiblichen Varianten von den Pokémons, die wir bisher nur gender-swapped? Pikachu? Ja, ich meine, nein, einfach sagen, okay, es gibt halt Pikachu in 2 Varianten und einfach die fehlen, noch rausbringen. Also es gibt ja scheinbar dann eine Menge Pokémon, die man noch machen könnte. Und das wundert mich, weil Nintendo einen Geschäftssinn eigentlich hat. Es sollte eigentlich schon lange gang und gäbe sein. Solange es aber mehr ist, also was ich nicht sehen will, ist einfach Pikachu mit einer Schleife und Lippenstift. Ja, natürlich. Irgendwelche Werte verändern ist ja aber auch die kleinste Übung. Dann ein bisschen was an der Optik und fertig. Nur, sie haben angefangen damit. Gut. Und haben dann aber aufgehört. Obwohl es geschäftssinnmäßig nicht schlecht wäre, glaube ich. Ja. Naja. Vielleicht wollen sie lieber neue Sachen erfinden, ist ja auch okay. Immerhin kannst du seit einiger Zeit eine Pokémon-Trainerin auch sein, ne? Und nicht nur ein Trainer. Ich wollte gar nicht auf diese Geschlechternummer raus. Ich denke aber nur, das ist doch bares Geld, was da auf der Straße liegt, einfach. Nintendo lässt Geld auf der Straße? Ja, das kann doch nicht sein. Pikachu ist das beliebteste Pokémon, warum gibt es nur einen davon? Man könnte so viel mehr machen. Hier, MeToo ist im Grunde YouTube. MeToo, ne? Also, dieser Hashtag MeToo. Ja, MeToo. Ja. Ich habe meine. Ich habe mal drüber nachgedacht, mir ein T-Shirt machen zu sagen, wo Hashtag Mewtwo draufsteht. Ja. Das war ganz zu geschmacklos. Naja, in dem Sinn bist du einfach nur Pokémon-Fan. Eigentlich schon, ja. Auch geschmacklos. So, um nochmal hier zum Spiel zurückzukommen. Ja, da war gerade ein Relaxo im Weg und das lässt dich normalerweise nicht durch, außer du benutzt die Pokéflöte, die du vorhin von den alten Typen bekommen hast. Und so kannst du mit dem kämpfen oder auch abhauen einfach. Mhm. Genau, man kann auch einfach weglaufen.
wenn man es aufgeweckt hat. Man kann es natürlich auch fangen. Genau, das würde natürlich auch gehen. Ist wie bei Zack McCracken, ne, der Busfahrer, wo mit der Tröte. Nee, und dann wacht er auf und fährt ein. Genau, und dann fährt einem das Relaxo zum Flughafen. Ja, genau. Zum Seltsam, ich habe eine Menge Busfahrer gesehen, die sehen aus wie ein Relaxo. Auf jeden Fall. Ja. Ist das Lenkrad auch so groß, ne? Der Bauchumfang. Klar, das ist, damit du irgendwann mit dem Bauch einfach durch den, mit dem Körper lenken kannst. Damit du dem Arzt sagen kannst, ich habe auch ein bisschen Bewegung, indem ich meinen Bauch auf das Lenkrad lege und ich drehe. Ich glaube, langfristig sollen sie mit dem Führerwagen verschmelzen. So irgendwie. Und wie Dr. Robotnik, wenn der immer in seinen Robotern sitzt und also, auch zur Hälfte Maschine. Ich bin zur Hälfte Lenkrad. Zur Hälfte Bus. Megapunch kommt jetzt weg. So, genau. Entschuldigung, wir wollten dich nicht, ne? Alles gut. Es ist bei 2 Stunden echt schwer, sich die ganze Zeit auf so, auch noch ein kleines Fenster. Aber es ist natürlich spannend. Aber man wird schnell abgelenkt. So. Das war eh alles nur ein bisschen Menuing, ein bisschen Traveln. Genau. Ich habe jetzt gerade auch ein Super Repel zu viel genutzt. Das ist aber auch kein Problem. Es gibt da eine Stelle, da können wir das ganz einfach wieder. Ja, man merkt vielleicht das nicht so häufig, aber normalerweise hast du viel mehr Random Encounter, aber du benutzt die Super Repels so schnell, dass man es gar nicht sieht. Genau, die werden quasi im Menü, wenn man schon mal drin ist, meistens dann mitgenutzt und dann. Deswegen nicht wundern, falls ihr euch denkt, hey, warum kommen hier keine Encounter? So, genau. Und hier ist jetzt noch ein Full Restore. Das nehmen wir nochmal mit. Brauchen wir gegebenenfalls wieder. Ist auch eine schöne Gegend für Pokémon-Fang, habe ich noch in Erinnerung. Hier gab's, wenn du hier angekommen bist, gab es hier ganz viele neue Pokémon, die du fangen konntest. Genau, du musstest zwar jedes Mal bezahlen. Ja. Du musstest hier auch meistens sehr, sehr oft rein, weil du auch hier nur die Stärke VM bekommst. Du musst natürlich erstmal finden und du wirst wieder rausgeschmissen, wenn du eine bestimmte Anzahl an Schritten gemacht hast. Das heißt, du kannst teilweise sehr, sehr lange suchen. Aber wir wissen ja zum Glück, was ist. Genau, hier nehmen wir noch die Goldzähne mit. Die brauchen wir auch noch. Congratulations! Okay. Genau. Dadurch, dass wir das jetzt ein bisschen Platz haben, habe ich keinen Platz mehr. Müssen wir das hier machen. So, das ist das, was wir machen müssen. Um 03. Genau. Dann schaufeln wir uns hier wieder raus. Man hat ja vorhin auch gesehen, wir konnten uns auch aus Häusern zum Beispiel rausschaufeln. Mhm. Das haben sie später dann auch weggenommen, weil das natürlich auch ein bisschen komisch ist. Man sich einfach zum Beispiel bei dem Fanclub. Er schenkt dir einen Coupon für das Fahrrad und du gibst ihm ein Loch in die Bude. Schaufeln ist halt das gleiche wie Escape Rope. Genau. So, und jetzt bist du in der nächsten Arena, oder? Genau, jetzt bin ich bei Koga in der Arena. Der mag gerne Gift-Pokémon. Mhm. Und auch ein paar Psycho-Pokémon lungern hier in seiner Arena immer noch mit rum. Gut, dass Gift nicht so geil ist gegen Stein. Nee, Nidoran ist kein Stein, oder? Genau, es ist Gift. Mix, oder? Genau, es ist ein Mix. Es ist ein Mix aus Gift und Boden. Ah, ja. Goden. Genau, deswegen hatten wir zum Beispiel auch in der dritten Arena, die wir gemacht haben, auch die Attacken wie Donnerschock zum Beispiel gar keinen Effekt auf uns. Mhm. Das ist auch relativ hilfreich. Und zum Beispiel so Sachen wie Giftstachel können uns auch nicht vergiften, weil wir eben Gifttyp sind. Ja. Deswegen ist das schon mal ein ziemlich großer Vorteil, den man hat, weil einige Sachen eben gar nicht wirksam sind auf Nidoking auch. Aber außer den Giftstachel hat Nidoking doch eigentlich keine Giftattacke, oder? Zumindest oder keine, die es jetzt direkt lernen will. Hm. Speichern wir nochmal, das ist auch ein Kampf. Da kann man, wenn man Pech hat, auch sterben. Sollte aber eigentlich nicht passieren. Aber er sollte eigentlich auch nicht Rash nicht lernen. Aber naja, mal schauen, was doch so passiert hier. Genau, 78 ist eigentlich noch ein bisschen hoch. Wäre also auch nicht zu schlecht, wenn wir zumindest ein bisschen Schaden noch bekommen.
wir leveln nämlich noch auf. Wir wollen ja eigentlich unter 80 bleiben. Wir leveln noch einmal, werden wir noch aufleveln. No. Genau, das ist das Pokémon, das die Kinder klaut. Jetzt haben wir es paralysiert. Natürlich nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen Schaden kriegen. Viel stärker. Komm, komm, komm. Ja, dann halt nicht. Okay. Das auch nicht, sollte auch nicht so schlimm sein. Mit 81 ist es schon okay. Es kann deshalb passieren, dass nicht das eintritt, was wir gerne hätten. Aber das ist auch nicht schlimm. Jetzt kommt der Chef. Genau. Eigentlich ist ja der Sinn hier, dass man die Wände nicht sieht, aber man sieht sie eben trotzdem in diesem Gym hier. Und jetzt haben wir eben der Erdbeben und statt eben Mega Punch. Und das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil das Viech fliegt. Genau. In späteren Generationen hat es auch keinen Effekt mehr. Ab Generation 3 hat es, wenn Pokémon eben Fähigkeiten bekommen, ab der dritten Generation, dann hat es Schwebe. Das heißt, es kann vom Boden attacken und nicht, auch nicht getroffen werden. Das macht dann schon ein bisschen mehr Sinn. Genau, jetzt fehlt uns natürlich ein bisschen wieder die Attacken für uns ein bisschen, deswegen. Ja, töte mich! Wir und Weezing zerstört sich selbst und reißt uns mit in den Tod. Ah. Aber wir haben gewonnen. Ja, du hast ja noch andere Pokémons am Start. Genau. Und tatsächlich ist auch genau das, was wir wollen. Oh. Also wir wollen hier tatsächlich sterben. Das hilft uns nämlich durch eine andere Sache, die es nur in der ersten Generation gibt. Das sehen wir gleich. Ich hatte ja auch vorhin erklärt, dass es eine ganze Menge Zeit spart, wenn man in Red Bar ist. Also in niedrigen HP-Bereich. Mhm. Und nur in Generation 1 ist es jetzt auch so, dass das auch mal tauschen, dass wenn man ein Rare Candy benutzt, man auch Leben direkt wiederbekommt und sich dadurch wiederbeleben kann, wenn man ein Level aufsteigt. Aha. Also man bekommt die HP direkt zurück. Und in den späteren Generationen bekommt man dann maximale HP zurück und nicht direkt HP und kann sich also dadurch nicht wiederbeleben. Mhm. Aber in der ersten Generation geht das noch. Aber die Attacken wurden jetzt nicht aufgeladen dadurch? Genau, das wurde dadurch nicht aufgeladen, aber dadurch, dass wir eben als das Weezing, also das Smogmog, Selbstzerstörung eingesetzt hat, haben wir vorher ein Elixier benutzt, das unsere Attacken wieder auflädt. Das heißt, wir sind jetzt quasi wieder voll aufgeladen. Und Stärke hast du gerade bekommen, oder? Genau, von dem habe ich jetzt da was. Hast du in die Goldszene gegeben? Genau, von dem habe ich Stärke, so rum. Surfer hast du, glaube ich, von den Arena-Leiter bekommen, kann das sein? Surfer habe ich von dem Kerl aus dem Haus bekommen. Ach so, okay. Genau, so rum war es. Und selber auch mal ein bisschen. Surf gibst du natürlich einem Wasser-Pokémon. Genau. Und dafür ist Shiggy eben auch ganz hilfreich. Yay. In der gelben Edition zum Beispiel bekommt man ja nur Pikachu. Ja. Da hat man eben nicht die Möglichkeit, das zu nehmen, aber da, wo wir vorhin in dem Gebäude von Team Rocket waren, da gibt es einen Typen, der direkt in dem Kampf, neben dem Kampf steht, wo wir gegen unseren Rivalen kämpfen. Mhm. Und der gibt einem einen Lapras, mit dem kann man auch schwimmen. Ja. Wegen Wasser-Pokémon zu fangen, gerade am Anfang, gar nicht so leicht. Es gibt gar nicht so viele, oder? Genau, also das ist schon ziemlich schwierig, am Anfang an Wasser-Pokémon zu kommen. Mhm. Die erste wirkliche Möglichkeit ist, in der gelben Edition kannst du dir einen Carpado kaufen, direkt vom Mondberg. Stimmt, Stargold. Hier kannst du es auch noch machen. Irgendwo. Und du kannst auch dann ab der Stadt, in der es den dritten Orden gibt, dessen Namen sind immer so eine Sache, die merkt man sich dann irgendwie doch nicht, wenn man Speedrun. Da kann man sich dann eine Angel holen. Dann kann man auch angeln. Obwohl, nee. Die zweite Stadt schon. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich erinnere mich auch nur vage. Du konntest irgendwo einen Carpador kaufen, aber das war auch das einzige Wasser-Pokémon irgendwie, was du am Anfang hattest. Und wenn du ein weiteres haben willst, das kriegst du erst ein bisschen später. So hatte ich das jedenfalls noch in Erinnerung. Genau, Stärke lernt auch unser Shiggy. Mhm. Genau, das sollen wir machen. Und dann haben wir unsere Eisattacke, Blizzard. Super starke Attacke. Genau, trifft aber auch nicht zu 100%, sondern nur zu 80%. Ist aber kein Problem. Aus mit den Bubbles. Genau, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, und der Trainer, der hier in der Ecke steht und sich im Kreis dreht, das ist tatsächlich auch ein Trainer. Normalerweise stehen Trainer in der ersten Generation alle starr da und gucken einen an und wollen kämpfen.
Aber der ist tatsächlich der einzige, der sich im Kreis dreht, was man später ab der zweiten Generation eingeführt hat. Aha. Das ist eben, hatte ich das jetzt aktiviert? Ich glaube ja. Dass die Trainer auch drehen und dich angucken können. Mhm. Und das gibt es hier eben auch schon, allerdings nur mit diesem einen Trainer. Der sieht einen allerdings nicht, der hat nämlich eine Sichtweite von 0, der ist komplett blind. Guckt sich halt nur um. Die einzige Möglichkeit, genau, er dreht sich zwar immer irgendwie hin, aber an sich kann er einen nur tatsächlich zum Kampf herausfordern, wenn man ihn direkt anspricht. Mhm. Smart. Ups. Nope. Das war... Genau, und jetzt kommen quasi die ganzen Arena-Leiter, die wir jetzt alle immer so links liegen gelassen haben, die machen wir jetzt alle hintereinander weg. Mhm. Also jetzt kommen eigentlich 4 Arena-Kämpfe direkt hintereinander. Und dann gehen wir schon Richtung Pokémon-Liga. Hallo. Genau, wir fangen mit den Pflanzen-Pokémon an. Mit der guten Erika. Da kommt jetzt zwar kein Ultrigari, aber zumindest unser 10, ja? Naja, nah dran. Ein Feuer-Pokémon hier natürlich sehr nützlich. Brauchst du aber nicht. Genau. Ein Nidoking ist stark genug, nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall. Also normalerweise würde man Erika eben auch relativ früh im Spiel, wenn man Casual spielt, schon treffen. Eigentlich als 4. Arena-Leiterin geplant. Wir machen sie jetzt relativ spät, weil Pflanzen-Pokémon eben doch ein bisschen nervig sind als Boden-Pokémon. Obwohl wir eben auch noch Gift dabei haben. Ja, ist es. Das ist doch fast ein Ultragaria. Genau. Das ist die Weiterentwicklung. Genau. Erdbeben hilft uns hier eben ganz gut. Und hier eben nochmal ein Blizzard. Spaghetti-Monster. Ja. Gute Tangela. Genau. Tangela. Tangela Merkel. Mhm. So hat sie drauf. Ja. Verblüffende Ähnlichkeit. Und die Handposition haben wir gerade auch noch nicht direkt gesehen. Da hast du nur 2 Hitpoints verloren. Genau, also das Gute ist, dass eigentlich nur dieses Tangela uns ein bisschen Schaden machen kann und das hat eigentlich keinen guten Angriff, deswegen ist das kein Problem. Und die nächsten Kämpfe können wir auch keinen Schaden kriegen. Zumindest wenn wir nicht einen One-Miss kriegen, aber das hoffen wir natürlich nicht. Sollte aber auch, wenn es passiert, kein Problem sein. Jetzt kommt tatsächlich ein richtiges Pokémon-Quiz hier. Ja. Und zwar muss man hier nämlich Fragen beantworten. Wir können mal schauen. Ich kann nämlich A und B meschen, je nachdem, was richtig ist. Aber die Frage ist jetzt erste, entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Ja. Das ist auch die richtige Antwort. Hm. Mhm. Früher habe ich immer Nein gedrückt, weil es sich ja eigentlich erst zu Safcon entwickelt. Ja, stimmt. Das ist dann doch die falsche Antwort. Genau, hier ist jetzt die Frage, wie viele Arena-Ohren gibt es? 9? Mhm. Also, es wird gefragt, ob es 9 gibt. Das ist nicht die richtige Antwort, es gibt nämlich 8. Und was war hier nochmal? Genau, Poliwag, also Quapsel, hat 3 Entwicklungsstufen. Oder entwickelt sich 3-mal. Das wusste ich auf jeden Fall. Aber es ist auch die falsche Antwort. Das wusste ich nicht, auf jeden Fall nicht. Genau, und jetzt die Frage, ob Donnerattacken effektiv sind gegen Bodenattacken. Nein. Genau, das haben wir ja schon gesehen. Das ist also auch die richtige Antwort. Was war hier nochmal? Ach genau, ob Pokémon vom gleichen Typ und gleichen Level auch identisch sind. Wie? Die meinen? Und zwar gibt es ja verschiedene Werte, also auch okay. Verteidigung und so weiter, die sind dann eben unterschiedlich. Ach so, okay. Und dann hier ist auch so eine Frage, die irgendwie so ein bisschen zum Meme geworden ist. System 28 ist Tombstoner. Das ist eine Attacke, die gibt es eigentlich gar nicht. Im Deutschen heißt es System 28 die Froschattacke. Mhm. Okay. Und TM28 haben wir auch, das ist Schaufler eigentlich. Hm. Genau. Aber grundsätzlich Lane. Merkt man sich eigentlich nur A, B, 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 A, B und dann hat man das Problem nicht. Okay. Super Potion ist gut. Es hat hier 2 Möglichkeiten, entweder den Super Potion einzusetzen oder eben Agilität. Denn
eigentlich, also in Anführungszeichen, sind die Gegner hier gar nicht so dumm. Die Zed versuchen nämlich schon, Angriffe einzusetzen, die sehr effektiv sind. Mhm. Deswegen versuchen alle Pokémon, die Psycho-Pokémon sind, gegen uns auch eine Psycho-Attacke einzusetzen. Mhm. Und das hilft uns bei vielen Fights, weil einige Pokémon nämlich als einzige Psycho-Attacke eben Agilität haben, was nur deren Geschwindigkeit erhöht. Aber die KI denkt sich dann, wow, okay, das ist sehr effektiv, wir setzen das ein und spammen das durch. Dann haben wir immer ein bisschen Zeit, ein paar Items zu setupen. Das ist dann also auch, ist auch ganz gut. Jetzt schaffen wir ihm hier auch ein Loch in die Bude. So, wie viele fehlen noch? Jetzt fehlen noch 2 Arena-Leiter. Sabrina kommt jetzt noch. Die hat auch Psycho-Pokémon, die kommt aber nicht zum Zug, weil wir schneller sind. Und da reicht dann auch ein bisschen Erdbeben aus. Oh, das war auch nervig mit den Teleportern. Aber natürlich nicht, wenn man weiß, wo man jetzt muss. Genau. Grundsätzlich ist es 2-mal diagonal und 1-mal runter und dann ist man auch schon da. Genau, das Simsala, das sie hat, das kann ein Problem sein. Früher war es oft ein Problem, mittlerweile nicht mehr so. Wenn man ja das Nidoran hat, perfekt mit den Stats, die man haben möchte. Kann nur sein, wenn man jetzt zwischendrin einen Trainer zu viel besiegen würde, dann ist das Simsala auf einmal schneller als man selbst. Und das liegt daran, dass es auch noch Stat-XP gibt. Also je nachdem, welche Pokémon man besiegt, bekommt man noch bestimmte Boni auf bestimmte Werte. Das wurde später noch ausgebaut in späteren Generationen. Das kann problematisch sein gegen dieses Simsala, weil es da sozusagen genau passt mit den Speed-Boni, die man sozusagen kriegt. Dass man schneller ist. Hm. Wenn man da jetzt noch was anderes stattdessen drauf kriegt, dann kann es das ja war Sabrina. Genau, das war's auch schon. Sie hat auch schon eine fast Team Rocket-ische Frisur, muss man sagen. Und eine Peitsche. Peitsche nehme ich für gegeben. Wir sind schon 1:40 im Run und wir haben noch gar nicht über den neuen Pokémon-Film geredet. Oh, stimmt. Oder hast du den Trailer nicht gesehen, Simon? Ach, hier, Detective Pikachu. Genau, ich habe die Memes gesehen. Das Wichtigste. Jeder hat sich gefragt, klar, ein Realfilm mit Pokémon, lass uns einfach realistische Pokémon mit Fell darstellen. Ja. Mit Ryan Reynolds als... Mit Deadpool als Pikachu. Okay, das klingt aber verdammt gut. Genau. Also, das klingt schon interessant. Es ist halt witzig, so eine Tad-Nummer halt, ne? Ja. Es ist auch schon ein bisschen creepy, die Pokémon mit richtigem Fell zu sehen. Ja, schon. Also teilweise auch dieses Pantymos, was im Trailer war. Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister so ein bisschen dran, aber... Ja, mal sehen, was sich alles da einfallen lassen. Auf jeden Fall war es recht merkwürdig. Ich habe mir Pikachu jetzt nicht mit einer Deadpool-Stimme vorgestellt, die meiste Zeit ein bisschen merkwürdig. Das ist bloß wahr. Ich hätte auch eine höhere Stimme erwartet, tatsächlich. Also das klingt schon sehr sehr komisch. So. Genau, hier kommt jetzt der Schwarzgurt, der kann es auch noch mal töten. Das hoffen wir natürlich nicht, dass das passiert. Oder besiegen. Pokémon sterben ja nicht. Stimmt, ja. Die Pokémon, da steht ja auch fainted, also sie werden ohnmächtig. Oder genau. Wie heißt das auf Deutsch dann? Fallen in Ohnmacht. Genau, oder? Fallen in Ohnmacht. Na, wie alle Pokémon da, sterben tut da keines. Ja, wer ja auch. Ich bitte. Macholo. Todeskämpfe. Macho King. Angeführt von Kindern, das kannst du nicht machen. Okay, Lia ist. Absolut nicht. Genau, das war so, genau. Ich strafe dich mit Unleben. Mit einem Karateschlag hättest du uns jetzt töten können, hattest du zum Glück nicht. Das ist Machok. Aber jetzt sind wir da. Ach, der Macho P ist der kleine Macho King. Mhm. Genau. Ah. Er hat noch nicht so dicke, ja, dicke Oberarme. Ist aber keine Evolutionsstufe, sondern Steroid. Steroidstufe. Ist eigentlich der exakt gleiche Vorher, der hat nur, ist aus den rückwärts in eine Nadel gelaufen. Aus Versehen, die liegen da überall rum im Gym. Ja, genau. Also die Arena-Leiter, dass die sich da an Kreatin reinpfeifen, das weiß der nicht, ne? Aus Versehen reingesetzt. Was willst du machen? Ja, ich meine, er macht auch vor jedem Kampf, gibt er sich irgendwelche Drogen, damit er mehr Crit hat. Von ja, ja. Er ist auch nicht viel besser. Ganz im Ernst, Crit hört sich auch an wie eine Droge. Ey, ich habe ein bisschen Crit genommen, das war richtig der Hammer. Das sage ich dir. Dracula. Ja, eigentlich ist jeder Speedrunner doch eher so wie so ein Team Rocket-Anhänger. Pokémon sind nur Maschinen, die vor allem kämpfen. Also eigentlich sollte man sich eher mit denen solidarisieren. Ja, das war. Giovanni. Er hat extra ein Herz auf seiner Weste, weil er weiß, dass er der Vater von Ash ist. Oh.
Kleinhins. Ja, da sieht man schon, so langsam werden die Gegner auch stärker, ich meine, vom Level her. Genau, aber zum Glück sind sie auch noch stark. Ja. Erdbeben reicht. Vor allem, du hast nur ein so ein starkes Pokémon. Genau. Du brauchst gar nicht mehrere. Da kommt nochmal ein Nidoqueen. Kriegt seine Nidoqueen tot, ey. Und jetzt kommt auch noch das in Ohnmacht. Das 1v1 hier. Nidoqueen gegen Nidoqueen. Oh. Oh, tuk, tuk, tuk. So ein Level höher, aber naja. Ja, locker. Gar kein Problem. Jetzt super effective. So, dann einmal muss man noch einen Blizzard machen. Am besten, wenn es trifft. Zweimal missen ist nicht so schön. Ist aber auch noch okay. Das hätte jetzt auch knapp mit ein paar HP noch überleben können. Das ist zum Glück nicht passiert. Hat auch noch ein bisschen Zeit. So, und das war der 8. Orden, den wir jetzt haben. Nice. Jetzt noch die 4 Champs, ne? Genau. Und den geheimen Champion, der sie schon vor uns besiegt hat, wer könnte das wohl sein? Erstmutter. Das wäre nun wirklich cool, wenn ich hab dich losgeschickt, damit du die ultimative Herausforderung antreten kannst. Der Kampf gegen mich. Das wäre mal wirklich ein guter Pokémon-Plot-Twist gewesen. Ja, also wenn du dann verlierst, dann gehst du ohne Essen ins Bett. Fernsehstrafe. Ich meine, dauert ja auch nur 2 Stunden, also von daher kann man ja mal eben kurz Pokémon-Champion werden. Who that? Oh, wait. Du hier? Mensch. Mensch A, ich bin's A. Ja, es ist kein Wunder, dass die Rivalen geworden sind, nachdem sie den gleichen Namen bekommen haben. Das gute A. Genau, und das setzt jetzt auch eigentlich nur Agilität ein. Gibt jetzt ein bisschen Zeit. Ein paar Drogen einschmeißen. Genau. Und dann sind wir eigentlich bereit. Kann sterben in einem Hit, tut es auch. Kann alles auch nicht. Du wirst dich aber schon noch vorher heilen, oder? Nee, heilen machen wir jetzt gar nicht mehr. What? Also zumindest für die nächsten beiden Fights heilen wir uns nicht. Für den dritten dann schon, weil da... Aber ich meine, du gehst jetzt aber nicht mehr ins Pokémon Center? Genau, gar nicht mehr. Krass. Wir gehen jetzt eigentlich so durch und benutzen noch das, was wir noch im Inventar haben. Mehr brauchen wir nicht. Wer braucht schon Thresh, oder? Komplett unnötig. Ich glaube, das muss ich dann nochmal... Nice routing. Incoming. Neu geroutet. Muss ich im Discord nochmal ansprechen. Und ich meine, die Millisekunde, die du gespart hast, wo du Nein statt Ja gewählt hast, ja, ist auf jeden Fall sie rendiert. Ja. Ja, glaube auch. Mit nur einem Pokémon und einem Move. Tja. Und ganz vielen Drogen. Ja, das ist also die Lektion jetzt. Ja. Das Beste an Gary ist aber, egal wie sehr du den verhaust, der reißt trotzdem das Maul auf danach, ne? Ja. Ach ja? Ja, verpiss dich. Geh jetzt los und hol mir neue Pokémon. Es gibt hier nur einen echten Champion. Du hast ja das Abzeichen, geh ruhig rein. Genau, also wenn man irgendwas vergessen hat, wird man es jetzt merken. Im Haus mit dem Fahrrad. Hier ist ja quasi schon wieder. Die Decken sind so hoch. Ja. Das zählt als draußen. Aber wenn ich hier in den Räumen mit dem Stadtrat rumfahren könnte. Klapper die Treppen runter. Zu den Meetings. Ja, diese Wachen sagen dir jetzt, hier kommst du nur durch, wenn du dieses und jenes Badge hast. Genau. Von den Arenaleitern. Eine schwimmende Wache, weil, warum nicht? Ja. Ja. Kann einem auch ein bisschen leid tun, wenn sie permanent ihr gesamtes Leben hier im Wasser irgendwie verbringen muss. Das Problem ist, die war schon so lange drin, die ist dann jetzt unterhalb des Kinns aufgedunsen. Haut sich einmal raus. Oh, oh. Und zum Fisch geworden. So, mal gucken. Den letzten haben wir hoffentlich auch. Jetzt müssen wir noch ein paar Steine durch die Gegend schubsen. In der Siegestraße. Und dafür brauchen wir die Stärke. Genau, das ist also eigentlich der einzige Ort, wo wir es brauchen. In der Speedrun. Um hier eben diese Steine einmal auf die Superbahn zu schubsen. Jetzt hier über mir ist ja dieser Sie haben den Pokémon ist dann weg. Mhm. Sokoban gefangen. Ja,
Wenn du das falsch machst, müsst du dann wieder rausgehen und wieder zurück, damit sich's resettet. Genau, also wenn man bei den Steinen einen Fehler macht, dann muss man nochmal sozusagen den Raum nochmal verlassen und nochmal von vorne anfangen. Wenn man sie aber einmal auf den. Wenn man sie einmal auf den Punkt gestellt hat, wo sie drauf sollen, dann bleibt das Tor aber trotzdem offen, auch wenn man den Raum dann verlässt. Hier werden normalerweise auch wieder Random Encounter, ganz viele. Genau, und diese Trainer stehen ja auch immer genau so außerhalb der Sichtweite, dass man sie treffen würde, wenn man nicht weiß, wo sie stehen. Mhm. Da waren sie hier also auch ein bisschen gemein. Genau, und man muss auch Stärke jedes Mal, wenn man eben in einen anderen Raum geht, wieder neu einsetzen. Das ist jetzt so, glaube ich, der längste. Kann man eigentlich auch noch mal einen Schluck trinken. Das ist eigentlich. Getränk-Hype. Genau. The Walk of Shame. Aber sollte es doch eigentlich der Walk of Fame sein. Ja. Dessen wird man noch mal gezwungen, nachdem man alle Arena-Leiter besiegt hat, hier ein paar Steine gegen zu schieben. Jawohl. So, einen haben wir noch. So, wenn alles geklappt hat, läuft der Repel auch nicht aus. Und wir können gleich den nächsten nehmen. Das hat schon mal funktioniert. Wow, okay, der Turnframe. Knapp. Könnte man auch zuerst machen, das hilft natürlich. Und da gibt es auch so ein paar kleine Sachen hier zum Beispiel. Also diese Boulder, die laggen immer so ein bisschen. Deswegen kann man dann auch sowas machen wie das hier zum Beispiel. Mhm. Schiebt sich die Animation so ein bisschen. Kostet immer ein paar Frames. Aber sieht schöner. Genau, sieht toll aus. Soll auch Community Glück bringen. Mal schauen. Hoffen wir mal. Wo wir gerade bei Jugendsprache waren oder am Anfang bei Jugendsprache waren, die heißen dann auch Swag Boulders. Passend zum YOLO Ball. Natürlich. Genau, und jetzt können wir nochmal die ganzen Pokémon, die wir jetzt alle nicht mehr brauchen, nochmal rausschmeißen. Wait, what? Genau, das ist nämlich dann in der Hall of Fame, wenn am Ende nochmal alle Pokémon durchlaufen, die wir mitgenommen haben, ist das schneller, wenn man die vorher einmal rausschmeißt. Aber eins nimmst du trotzdem noch. Also zwei nimmst du mit, ne? Genau, das Taubsi behalten wir noch. Das brauchen wir jetzt nämlich für Lorelei. Die hat nämlich Eis-Pokémon und ihr erstes Eis-Pokémon könnte uns besiegen mit dem Aurora-Strahl. Mhm. Weil wir nämlich einen Execution einsetzen, um wieder die Horn-Drills zu machen. Das war früher ein Problem, aber dann hat man rausgefunden, die KI ist ja gar nicht so dumm. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Und wenn man nämlich raustauscht zu dem Vogel, da ist Eis sehr effektiv und deswegen setzt es immer den Aurora-Beam hier beim Vogel ein. Mhm. Und wenn man dann zurückwechselt, setzt es immer Erholung ein, also Rest. Und das klappt dann nicht und deswegen kann man dann in der Zeit den Execution einsetzen und hat das dann quasi umgangen. Deswegen bekommt man hier dann keinen Schaden. Ah ja, das war ja so, bei diesem Aurora-Strahl musst du sogar resten danach, ne? Wenn du den benutzt, war das nicht so? Nee, beim Aurora-Strahl nicht, beim Hyperstrahl war es. Ach so, okay. Genau. Aurora, Hyper, ist das Gleiche. Das Gleiche, jetzt alles ein Strahl, macht Schaden. Slow, Bro. Ja. Wer ist von den beiden ist denn das Pokémon? Nicht der Kuchen, oder? Der hat ja auch ein Gesicht gehabt. Das war eine Muschel, glaube ich. Frage, ob der Kuchen eigentlich das Pokémon steuert. Ja, hier, Nicki Minaj. Ja. So. Oh, Leute. Nochmal anders eingefärbt für die europäische Version. Zum Glück. Jo. Dann Lapras. Und dann haben wir das auch. Nice. Jetzt ist Hornwill wirklich der richtigste Move. Ja, vor allem, du brauchst nicht mal mehr dein Leben auffüllen. Genau, brauchen wir jetzt hier auch nicht. Wir setzen jetzt nochmal einen Elixir ein hier. Speichern mal. Rein theoretisch kann man hier sterben. Es gibt eine Attacke, die, wenn sie kritisch trifft, einen doch töten kann. Mhm. Aber ansonsten ist man eigentlich safe hier. Aber also in dem PB-Run würde man jetzt hier nicht speichern, aber wenn man jetzt hier tatsächlich stirbt, muss man eben auch Lorelei nochmal besiegen. Mhm. Ich müsste nochmal Execubicy kaufen, weil ich davon nicht genug hätte. Deswegen lieber einmal speichern. Ansonsten wäre das nämlich ziemlich nervig.
Okay, genau, das wäre nämlich die Attacke gewesen. Mhm. Aber hat nur normal getroffen, also kein Problem. Er hat jetzt hier eigentlich Kampf-Pokémon. So richtig kämpfen können die auch nicht. Kickli. Das große machen wir. So, das war der zweite. Mhm. Jetzt kommt Agathe, wie sie im Deutschen heißt. Setzen wir einen Super Potion ein, heilen uns ein bisschen hoch. Sollte reichen, einmal speichern. Die kann mit ihren Gengars nämlich auch sehr, sehr nervig sein. Mit ein bisschen Pech. Die können uns also auch wieder verwirren, dass man sich wieder selbst treffen kann. Und ja. Sie hat einen Golbat, das kann unsere Exeklobis sozusagen nutzlos machen. Mit einer Attacke den Effekt also wegnehmen. Also sie kann schon kann uns in Schlaf versetzen. Also eigentlich kann sie alles machen, was blöd ist für uns. Gengar, ein tolles Pokémon. Finde ich jedenfalls. Nightshade. Oh oh. Das Gute ist, Nightshade macht immer nur so viel Schaden, wie das Pokémon Level hat. Ah. Also 56 in dem Fall. Das Problem ist ja noch ein zweites Gengar. Wir müssen jetzt also den Blizzard treffen. Schon mal geklappt. Die anderen beiden Pokémon sind langsamer als wir, das ist kein Problem. Aber das letzte Gengar ist doch schneller als wir und einer seiner Attacken, also Nightshade, kann es eben doch umbringen. Mhm. Abok. Genau, Cobra. Genau, also die Entwicklungsreihe hat sozusagen immer den umgedrehten Namen von der Schlange. Und natürlich. Oh nein! Nein! Ah, genau das. Aber okay, dafür haben wir gespeichert. Zum Glück hat er gesaved. Dafür gesaved, ja. Naja gut, war jetzt der einzige unvorhergesehene Tod hier. Bis dahin also. Hätte sich in dem Fall nicht gelohnt, zur Haltestation vorher zu gehen und sich dann einmal voll aufladen zu lassen? Oder dauert das zu lang? Du kannst nicht wieder zurückgehen jetzt. Also, ach so, okay, deswegen nicht. Okay, genau, klar. Wenn du komplett all deine Pokémon wieder kannst tot sind, ja, okay. Dann gehst du zurück, aber dann musst du alle Trainer auch nochmal besiegen. Ich verstehe. Das ist Endgame. Na klar, ja, habe ich natürlich total übersehen, dass wir schon so weit sind auch. Genau. So, mal sehen, ob es diesmal klappt. Drei Kämpfe sein? Genau. Mit ihr noch drei. Jetzt kommt die Konfusion. Das ist auch nicht so schön. Okay, das hat schon geklappt. Hoffen wir mal, dass wir da jetzt rauskommen wieder. Schaugänger. Das war auch sehr gut. Das Pokémon muss aber zum HNO-Arzt, ne? Die einzigen Probleme, die es hat. Okay, jetzt haben wir es aber selbst getroffen. Dreamweaver ist okay. Jetzt nicht mehr, okay. Jetzt sind wir eigentlich fast safe. Ach ja? Das sei denn, Nightshade kommt wieder. Ja, ja, eben, wollte ich gerade sagen. Ist das jetzt aber eigentlich auch nicht so wahrscheinlich? Also, ich glaube auch nur... Das da oben war der Kopf und das unten ist wie bei der Kobra, ne? Genau. Ah, Mann, ey, ich denke, also, warum haben die so viele mehrköpfige Pokémons? Das scheint so ein. Aber dann, das war keiner. Ich verstehe. So, diesmal hat's geklappt. Du kannst vielleicht nicht sagen, was davon der richtige Kopf war und was nicht, ne? Vielleicht ist ja doch das Ding auf dem Bauch. Das ist nämlich genau die Frage, die Verwirrung. Wie bei Safcon. Das Tier will, das ist so. Wie bitte bei Safcon? Nee, es ist. Ist dein anderes Pokémon, wo du nicht weißt, so, wo Kopf ist wo oder ist der nicht. Kopf? Ja, genau. Ja, oder dieses Eier-Pokémon, wo fünf Eier waren. Ich meine, wer ist denn da das Chef-Ei? Also, das Größte. So. Entgraft war cool. So, hier müssen wir jetzt über 129 sein. Weil das ist maximal, was das an Schaden machen kann. Das ist ganz gut. Was ist hier noch? Außer es trifft uns kritisch mit der Hydropumpe, das Gyarados, das gleich kommt. Hm. Das ist auch oft eine Stelle, wenn ein Race zum Beispiel ziemlich close ist, dann ist das so der Punkt, wo man dann nochmal alles umgeschmissen wird.
der gute Lance entscheidet dann schon gerne. Der hat auch nur Drachen-Pokémon, glaube ich, ne? Genau, der hat die Drachen-Pokémon. Es gibt natürlich nicht so viele. Gyarados ist eigentlich auch kein Drachen-Pokémon, sondern ein Wasserflug, aber naja. Da sieht man da mal drüber hinweg. Hey, trifft. Und. Autsch! Alter, Critical Hit, ey. Dieses Schwein. Das musste ja passieren. Naja, wir haben ja gespeichert. Ja. Kommt jetzt alles am Ende hier auf uns zu. Zum Glück kann man das bei Pokémon dann auch direkt da machen, ne? Und bist nicht angewiesen, auf Safe-Punkte zu gehen. Mhm. So, jetzt aber. Zweiter Versuch. Sogar ein Cape, ey. Mhm. Also er ist schon eindeutig der coolste hier. So. Geht daneben. Okay, das ist ganz gut. Ha, easy. Jetzt haben wir genug Leben. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache, die uns noch besiegen kann. Aber nicht von ihm, sondern vom Rivalen, der gleich kommt. Spoiler. Ich höre alle. Ach, deine Mutter, ja klar. Genau, meine Mutter. Echt Mutter. Das ist mein größter Rival. Das war kein Witz, was? Das war ernst gemeint? Ja, ja. Nein. Vielleicht doch. Ich glaube euch mittlerweile alles, ne? Ja, man kann zu Pokémon auch gut Sachen dazu erfinden. Ja, ja, ein Pokémon ist wie Uri Geller mit einem Löffel in der Hand. Ja, ja, genau. Ja, klar. Hier, das da meinte ich. Das bekommt man nicht von diesem Fossil, oder? Genau, das kommt, das Fossil findet man woanders. Ich glaube auch im in der Mansion, wo man reingeht. Ich weiß es allerdings nicht genau, wo man es kriegt. Vielleicht ist Professor Eicher auch der wahre Pokémon-Champion. Hm. Und der hat einen angelogen, als er gesagt hat, ich habe nur noch diese drei Pokémon, die es sonst auf der Welt nirgendwo mehr gibt. Der Lügner. So, ja, du bist Pokémon-Champion. Oder auch nicht. Nee, nur noch einer. Das ist noch besser gewesen. So, einmal speichern wir noch. Ja, einer hat uns vor dir besiegt. Das ist so frech, ne? Das ist ja einfach... So, Mama, hey, warte mal. Du bist nicht meine Mama. Du bist meine Mama. So. Ich bin jetzt so krass geworden. Guck mal, was ich jetzt hab. Wenn ihr jetzt in der ersten Runde einen Sky Attack macht und das uns kritisch trifft, dann ist das die letzte Möglichkeit, hier noch irgendwie zu sterben. Jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es wahrscheinlich auch passieren. Aber ja, mal schauen. Alles gut. Speed. Nicht mal Schaden gekriegt. So, jetzt ist es eigentlich nur noch A-Mashen. Ha! Ha! Okay. Noch ein paar Hornbills und dann die Time kommt danach Regie. Der Hall of Fame. Okay, gut. Also du bisschen dauert noch ein bisschen. Musst du dann zeitig ansagen für die Kollegen. Wir sind jetzt auch gerade eben über eine Minute nach zwei Stunden drüber. Okay. Das heißt, es bleibt da unter den zwei Stunden fünf auf jeden Fall. Ja, immerhin. Also, In-Game-Time unter zwei Stunden. Genau. Da ist so ein MVP. Dieses Pokémon, was du da benutzt. Ohne Pokémon. Also merkt ihr, Simon, bei deinem Playthrough demnächst dieses Pokémon auf jeden Fall. Ja. Stark machen. Und eben scheinbar, wenn ich das richtig verstehe, wahrscheinlich ist es später anders mittlerweile, aber einen nehmen und den aufpowern oder deine zwei, drei parallel aufpowern oder was ist die Siegesstraße? Also, die Siegesstraße? Weil das sieht aus, als ob einer reicht. Ja. 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 Aber da musst du auch die Strategie natürlich kennen, um mit denen auch immer zu überleben. Das ist es wohl. Weil normalerweise würde ich dazu gehen, mir lieber ein Set aus Pokémons zu bauen. Ja, klar. Macht ja jeder. Macht jeder. So? Sollte auch jeder. Ja, aber bei dir sieht es so einfach aus jetzt. Was meinst du, Greg? Ich meine, von jeder Gattung natürlich eins haben, wenn es schon dann alle Eventualitäten vorbereitet sein muss. Und da kommt der Professor Eich. Ja, hat sich jahrelang nicht blicken lassen. Genau, der kommt ja auch einfach so rein. Ich bin dein Vater übrigens. Müsste nicht auch die Elite vorgeschlagen haben, um da hinzukommen? Ja, nun. Eigentlich, aber er hat einen VIP-Pass, glaube ich. Ja, ja. Vielleicht hat er das früher schon mal gemacht. Er hat die Pokémons erfunden. Achso. Alle zusammengesehen, es sind eigentlich nur Katzen und Bisamratten. Ja, ja. Jetzt schauen wir uns doch mal an, welche Pokémon uns geholfen haben, hier hinzukommen. Also alle zwei. Yay! Eins nur, damit es einmal sterben kann.
Und Time müsste bald dann kommen. Genau, und zwar kommt die Time, wenn der Screen, den wir jetzt sehen, wo die Pokémon einlaufen und wo wir nochmal gezeigt werden, wenn der ins Weiße fadet und komplett weiß ist, dann ist Time. Okay. Jetzt laufen erstmal die Pokémon durch. Level 6. Mhm. Yeah. Der wurde mitgeschliffen. Das ist die Definition von, der hat es eigentlich nicht verdient. So, genau, und das kommt hier noch ein bisschen Text. Und wenn das jetzt gleich ins Weiße fadet, dann ist Time. Und? Ja. Time. 2, 3, 19. 3. Okay. In-Game-Time. Hab mal gesehen, 1,58. Mhm. Ja. Schön. Wunderbar. Okay. Ja, trotz dieses Sonderfalls, nur einmal falsch geklickt, komplett die Taktik im Arsch, aber es hat sich wirklich nicht zu weit nach hinten geworfen. Hat geklappt, hat noch gerade so geklappt, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat der Run sehr amüsiert. Ich fand es sehr cool. Lösbar. Ich kenne das Spiel jetzt. Jetzt kennst du dieses Pokémon nun. Schreib die Komplettlösung. Ja, kann ich, könnte ich. Früher hätte ich das gemacht. Ja, es ist halt auch mal schön, Pokémon ein bisschen länger zu sehen als nur 15 oder 10 Minuten. Und ja, war ein super Speedrun. Trotz Fehler noch super gerissen. Wirklich geil. Super. Ist jetzt wieder eine Phase gekommen, natürlich hier, um es zu präsentieren. Hast du jetzt wieder weitergespielt, aber zockst du jetzt noch dann weiter Pokémon erstmal im Stream? Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter spielen. Also ich wollte zumindest noch eine 1,47 schaffen. Ich habe jetzt eine 1,49. Wow. Also unter die Top 10 möchte ich schon gerne noch mal wieder kommen. Und das ist eigentlich also das Ziel. Unter die Elite 4 musst du eigentlich sein. Stimmt. Ja, eigentlich schon, ne? Oh, hier sieht man es mal auf das Flutz. Das große Ziel. 1, 2, 3, da kann man dir über die Schulter gucken. Genau, bei Twitch. Hast du spezielle Zeiten, wo du streamst oder je nachdem, was passt? Das kommt immer drauf an, je nachdem, man die Zeit hat. Wenn du sagst, so Donnerstagabend ist Flutzzeit oder so. Freitag ist Flutztime. Das könnte ich jetzt einführen, Donnerstagabend. Oh, ich flutzen heute. Der Name ist super und scheiße. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Ja, guter Name. Ist sehr griffig auf jeden Fall. Ja, wenn du dein Talent noch weiter geschliffen hast, bist natürlich gerne eingeladen, da nochmal zu präsentieren und deine neuen Taktiken, die du nach dir selbst benannt hast, dazu zeigen. Aber auch wenn andere Sachen da noch mit dabei sind. Ihr da draußen könnt gerne auch mal, wir haben eine Kontaktadresse, speedrandale@rocketbeans.tv. Da könnt ihr euch melden, wenn ihr entweder ein bisschen Feedback für uns habt oder euch bewerben wollt, auch hier gerne euer Talent zeigen möchtet. Mhm. Ansonsten alternativ könnt ihr bei Sia direkt vorbeischauen, twitch.tv/simiclove101 oder unter Twitter @SimicLove. Wir werden von dir auch noch mal ein bisschen was dieses Jahr hoffentlich noch sehen, ne? Ja. Trainiermäßig zumindest, ne, oder? Nein. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt demnächst noch was sehen, aber wann, das kann ich noch nicht sagen. Okay, unabhängig davon, wann wir sehen, wie weit bist du mit Mega Man 11? Ich war eigentlich bis vor ein paar Tagen war ich zufrieden. Und da habe ich wieder die Top-Spieler gesehen. Und dann warst du, ich breche die Disc durch, wenn es noch eine Disc geben würde. Aber ey, da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, was Mega Man 11 angeht. In Zukunft haben wir auf jeden Fall. Aber du bist fast durch, ne, mit dem Spiel. Ich habe es schon mal durchgespielt sogar. Ja. Sie hat es durchgespielt, wenn er es 12-mal hintereinander gezockt hat. Erst dann, ja. So ist das. Falls du noch einen Namen suchst, Flutzkompensator. Nur so, falls der mal irgendwie weg sein sollte. Ne? Das ist ich gebe dir das noch so mit. Sehr gut. Ja, viel besser, also können wir, glaube ich, nicht enden. Ja. Dann vielen Dank natürlich an euch da draußen fürs fleißige Zuschauen. Wir haben noch viel mehr spannende Speedrun-Dale-Sachen für den Rest des Jahres auch für euch geplant und natürlich auch noch für 2019 darüber hinaus. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, dass es uns noch 2019 gibt. Es geht noch. Ja, das kann man auch für eine Woche kann man es dann noch mitmachen. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit den Restprogrammen und Tschüssinger. Bye, bye. Ciao.